wir machen das so, wir haben einen Xcode, wir machen uns ein neues Projekt. Ich fange dann sehr gerne an mit dem Single View Application Projekt, weil das hat, es sind, all das sind Vorlagen, wo bestimmte Sachen schon quasi so wie Hello World eingetragen sind für einen. Ja? Und du wirst feststellen, wenn du ein bisschen besser bist, wirst du wahrscheinlich entweder mit einer Empty Application oder mit einer Single View Application, nein, eigentlich ehrlich gesagt, vielleicht nehme ich sogar die Empty Application, weil du deine Sachen eh selber machst, ja, brauchst du nicht irgendwelche Vorlagen. Ja. Naja, wir nehmen die Empty Application, die ist in dem Fall besser. Wir nennen es TikTok Julia. Ja. Organization im Lasma, Casper Fix Past, Devices, wir machen es jetzt mal nur für iPhone, das macht es ein bisschen einfacher. Wir brauchen kein Core Data, wir verwenden Automatic Reference Counting, das habe ich vorhin erwähnt, das ist das, dass wir uns nicht Sorgen machen müssen um die Speicherverwaltung. Dann sagen wir Next, das hake ich ab, das wäre noch ein Source Code Verwaltungssystem, wo ich, wenn ich Änderungen mache, werden mehr oder weniger alle Änderungen, die ich je gemacht habe in meinem Projekt, auch gespeichert und ich kann zur alten zurückgehen. In dem Fall brauchen wir das nicht, deswegen lasse ich das weg. So. Jetzt haben wir unser TikTok Julia Projekt und da es ein leeres Projekt ist, besteht es nur aus diesem sogenannten AppDelegate. Ja, AppDelegate und MainM sind die zwei Sachen, die jede App hat. Ja. Das MainM, du erinnerst dich von C, ja? Jedes C-Programm, auch jedes Objective-C-Programm, braucht dieses MainM. Mhm. Nur bei Objective-C ist dieses MainM sehr kurz, weil alles, was dort drin ist, ist im Endeffekt diese eine Zeile. Und diese eine Zeile, da steht drinnen hier dieses DT-App-Delegate. Das heißt, so hängt das irgendwie zusammen, dass dann, wenn die App hochkommt und gestartet wird, wird dieser App-Delegate verständigt, dass gewisse Dinge passiert sind. Zum Beispiel gibt es hier eine Methode, did finish launching with options, ja, die wird aufgerufen, nachdem meine App gestartet ist. Das heißt, da wird häufig eine Initialisierung stattfinden. Ja. Und wir sehen es hier auch, es erzeugt ein Window, UI-Window ist eine von den Objekten, die mir Apple zur Verfügung stellt, damit ich mich nicht kümmern muss, ja, das hat eine gewisse Ausformung, eine gewisse Größe, eine gewisse Position, gewisse Methoden, gewisse Eigenschaften, das ist alles fix fertig für mich. Ja. Und jetzt muss ich vielleicht kurz erklären, jede App am iPhone hat genau ein Window. Und dieses Window ist so groß wie der ganze Bildschirm. Und du kannst dir dann im Prinzip denken, alles was du dann zusätzlich siehst, jeder Knopf, der drauf ist, wird auf Views montiert, die da eine Hierarchie ergeben. Das heißt, du hast ein Window und in dem Window ist eine View. Ich muss gleich erklären noch, was der Unterschied ist zwischen Window und View, nämlich fast gar keiner. Und dann in jeder View kann ich wieder kleinere Views haben und ganz am Ende, wenn ich dann habe zum Beispiel einen Knopf, ja, kann es hier zeigen, wenn ich dieses Fenster mir anschaue, ja, dann ist quasi da drunter ein Window, dann gibt es eine View, die auch so groß ist wie der ganze Bildschirm und auf dieser View sind zwei Knöpfe montiert und jeder Knopf ist auch wieder eine UI-View-Subclass. Und du erinnerst dich, Subclass heißt, das erbt die Fertigkeiten und Eigenschaften von dem, was drüber ist. Ja? Und Button, da gibt es, ich habe das hier aufgemalt, eine Hierarchie. Die hatte ich auf dem Objektblatt. Egal, ja. Es ist so, dass in Objective-C alle Objekte mal ganz oben haben NSObject. Das ist quasi der Urahn von allem. Und dann gibt es UIView, erbt von
glaube, da ist dazwischen noch UI Responder, dann kommt UI View, dann kommt UI Control und dann kommt UI Button. Das heißt, ein Button ist auch nichts anderes als eine View. Jetzt muss ich kurz erklären, was eine View ist. Du kannst dir im Prinzip vorstellen, jedes Ding, was du am Bildschirm siehst, ja, ist in Wirklichkeit in einem Rechteck drinnen. Und dieses Rechteck kann so groß sein wie der ganze Bildschirm oder kann auch kleiner sein. Ja? Rechteck heißt, das hat eine Position, sogenannte Origin, und hat eine Größe, Breite und Höhe. Ja? Und dadurch, wenn ich jetzt da zum Beispiel einen Knopf habe, so einen Knopf, ja, dann hat der bezogen auf links oben ist 0,0, ja, hat er dann eine Origin, ja, weiß jetzt nicht, wie viel das ist, vielleicht 30x und y 300, ja, und dann hat er eine Breite, zum Beispiel 150 Punkte und eine gewisse Höhe, zum Beispiel 50 Punkte, und das definiert, wo dieses Rechteck am Bildschirm ist. Und er hat noch gewisse andere Eigenschaften. Also jede View kann zum Beispiel eine Hintergrundfarbe haben. Ja? Du kannst dir vorstellen, ich kann lauter Rechtecke machen und in dem Rechteck wieder ein kleineres Rechteck und das hat dann eine andere Farbe und in dem kleinen Rechteck wieder ein kleines Rechteck, was wieder eine andere Farbe hat. Ja? Das sind dann alles Views. Eine View in einer View in einer View. Das heißt, du hast da so richtig einen Baum, kann man sagen. Ja? Und die View, die, oder sagen wir es anders, eine View hat immer eine sogenannte Superview, das ist die, in der sie drinnen ist, und kann beliebig viele Subviews haben, das sind die, die drunter sind. Sprich, in dem Fall, diese View von dem ganzen Fenster hat hier jetzt zwei Subviews, ja, oder eigentlich drei, weil das Tic-Tac-Julia ist. Entweder ist es ein Textlabel oder wir machen eine Grafik dafür. Und diese zwei, also es werden wahrscheinlich 1, 2, 3 Subviews sein, die diese große hat. Ja? Wir werden das gleich sehen im Interface-Bilder, weil der Startbildschirm wird das erste Bildschirm sein, den wir machen. Wir werden hier nicht viel machen müssen. Wir werden nur dann nachher den ersten Bildschirm hier auch reinhängen müssen. Ja? Und was wir wahrscheinlich auch machen, ist, der UpDelegate ist ein guter Platz, um von einem Bildschirm in den anderen zu wechseln. Weil der ist immer da, der ist quasi global, der sieht alles und kann überall verwendet werden. Und deswegen werden wir die drei Bildschirme, die wir haben werden, ja, Startbildschirm, Spielbildschirm, Endbildschirm, dann auch hier reinhängen und in diesem App-Delegate, das ist auch nur ein Objekt, ja, ich kann das kurz zeigen, der App-Delegate H erbt in diesem Fall hier von UI Responder. Ja, also du siehst es auch, es gibt ein Interface, das definiert, das ist eine Klasse, der Klassenname ist DT-App-Delegate. Und hinterm Doppelpunkt ist, wovon dieses Objekt abgeleitet wird. Ja? Und das hast du auch schon mal gesehen. Eine sogenannte Property definiert, dass es eine Eigenschaft gibt. Ja? Du kannst sagen AppDelegate.window und kannst da was zuweisen. Und das passiert hier. Ja? In dem Fall self. Ich muss jetzt noch erklären, was ist self. Ja? Wenn du in einer Methode bist, die einem Objekt gehört, ja, die erkennt man daran, dass sie mit einem Minus anfangen, dann kannst du zugreifen auf Properties, die definiert sind für diese Klasse. Ja, diese Property kann man zugreifen, indem man schreibt self. Self ist quasi ein Schlüsselwort, das sagt meine eigenen Eigenschaften. Ja. Also am besten stellst du dir das so vor, wenn du in so einer Methode bist, vom Code her, ja, dann ist das so, wie wenn ich in einer Instanz bin von diesem AppDelegate. Und diese eine Instanz weiß von sich selbst über Self. Self ist quasi ein Pointer auf wo ich jetzt bin im Speicher. Und sowas wie Self gibt es auch noch zur Klasse, von der ich erb, da heißt das nämlich super.
dass du schon mal gehört hast. Wir werden sie, im Endeffekt verwenden wir es jetzt gerade nicht, aber ich glaube, am gescheitesten wird es sein, ich gehe gar nicht zu sehr viel ins Detail, sondern wir werden das Ganze jetzt durchexerzieren. Ich werde es hauptsächlich programmieren, dazwischen was sagen. Ja? Und wenn dir was nicht ganz klar ist, vielleicht machst du dir eine kurze Notiz, ja, und wir können es dann übersichtsmäßig, oder wenn es eine Frage ist, die relativ kurz und einfach ist und dazu passt, dann kann ich es auch gleich beantworten. Mhm. Ja. Nur, du wirst mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit den überwiegenden Anteil von dem, was ich da jetzt fabrizieren werde, nicht sofort verstehen. Ja. Aber es geht im Endeffekt darum, überblicksmäßig, dass du siehst, was ist involviert daran, eine State Machine bzw. ein Mockup zu einer lauffähigen App zu bekommen. Weil das dann im Hirn mehr oder weniger dir die grobe Struktur hat, das und das ist, was ich brauche, und dann kannst du nachher in die Tiefe gehen. Also warum habe ich da das gemacht, warum habe ich da das gemacht, warum habe ich da das gemacht. Ja? Und du hast im Prinzip auch schon lauffähigen Code, wenn du da selber was dazu machen willst, wo du machst dann eine Zeile dazu, sagst wieder Bild, und wenn es läuft, wenn es immer noch geht, dann hast du es quasi nicht umgebracht und es läuft immer noch. Ja? So, also Schritt 1, eines muss ich noch erklären, das ist vielleicht überblicksmäßig ganz wichtig. Es gibt dieses Konzept Model, und zwar heißt das jetzt nicht Supermodel oder irgendein weibliches Model, sondern Model im Sinne von Datenmodell. Ja? Datenmodell. Dann gibt es View. View habe ich gerade schon erklärt. View ist zuständig für das, was angezeigt wird. Ja? Anzeige. Und dazwischen gibt es einen Controller. Und das ist eine intelligente Art und Weise, sein Programm aufzubauen. Ja, ich zeige es kurz in die Kamera. Dass der Controller mit dem Model redet und der Controller redet mit der View. Aber das Model sollte nie mit der View direkt reden. Aber das hat den Sinn, wenn du jetzt zum Beispiel eine iPhone-App gemacht hast und jetzt möchtest du auch eine Version machen, die am iPad läuft, ja, dann ermöglicht dir diese Art von Strukturierung, dass du die View einfach austauscht. Ja? Und zwar brauchst du dann halt eine, die den Mehrplatz nützen kann am iPad. Oder ganz auf einem anderen Gerät vielleicht. Ja? Vielleicht gibt es irgendwann einmal iOS auf Apple TV. Ja? Dann musst du im Prinzip für einen Fernsehbildschirm das Ganze auslegen. Und man nennt dieses System MVC. Ja? Model View Controller. Und ich habe das deswegen jetzt erwähnt, weil du kannst davon ausgehen, dass jeder ganze Bildschirm hat einen Controller. Ja? Das heißt, ich arbeite zwar mit Views, nur die Views selbst sollen keine Logik enthalten, sollen nicht irgendwie, um es vielleicht sozusagen bei diesem Tic-Tac-Toe-Feld, ja, dieses Feld soll nicht fragen selbst, bin ich ein X oder ein O, sondern der Controller soll der View sagen, du bist ein X, du bist ein O. Ja? Dadurch trenne ich das. Also ich werde haben einen zentralen Ort, der verwaltet den aktuellen Zustand des Spiels, und ich werde haben einen zweiten Controller, man kann auch mehrere Controller haben, ja? Und zwar werde ich für jeden Bildschirm einen sogenannten View-Controller haben. Ja? Also es wird so ausschauen, dass du von unserer Spielstruktur, ja, ich werde haben ein Objekt, ich nenne das zum Beispiel Engine, das enthält den Zustand des Spielbretts und auch welcher Spieler dran ist, wo überall ein Spieler seine Züge gemacht hat, ja. Und dann werde ich haben die eine View für den Startbildschirm, und diese View wird kontrolliert sein von einem View-Controller. Und dieser View-Controller wird mit der Engine reden. Ja?
Und für den für das Spielbrett, ich kürze View Controller immer ab mit VC. Ja? VC View Controller. Das ist das Ende. Ja? Kurz zum Zeigen. Ja? Die Engine redet mit den View-Controllern im Endeffekt und jeder View-Controller hat dann separat das, was grafisch dargestellt wird. Ja? Das heißt, das nächste, was ich jetzt mache, ist, ich erzeuge mir quasi den Startbildschirm im Interface-Builder, nur ich sage nicht, ich erzeuge eine View, sondern ich erzeuge einen View-Controller. Und das schaut so aus. Ich sage File, New, New File. So, bisher hast du das auch gemacht. Ich mache es jetzt nicht für Mac, sondern ich mache es für iOS. Deswegen wähle ich hier aus Coco Touch. Und ich sage eine Objective-C-Class. Genau. Und zwar, ich nenne es zum Beispiel Start View Controller mit einem XIP für User Interface. XIP heißt XML-Datei für Interface-Builder. Braucht man sich nicht merken, aber das heißt im Endeffekt, wenn man das anhakt, dass man diesen Editor bekommt, wo man grafisch das zusammenstellen kann. Würde ich das nicht tun, würde ich das nicht bekommen. Ja? Also wie gesagt, ich benenne meine neue Klasse StartViewController. Sie soll eine Subklasse sein von UIViewController. Das ist wieder so ein Objekt, was Apple mir zur Verfügung stellt, was gewisse Fertigkeiten und Eigenschaften hat, dass ich die nicht nochmal neu programmieren muss. Und ich sage, ich mache das User Interface im Interface Builder. Next. Dort ins Projekt. So, und jetzt habe ich bekommen drei Dateien. Ja. Wenn ich eine Klasse definiere, erinnerst du dich, ich kriege immer eine Header-Datei und ich kriege immer eine Implementierungsdatei. Mhm. Und was hier jetzt noch dazu kommt, ist eine XIP-Datei. Und du siehst sofort der Unterschied, wenn ich aufs H oder M klicke, habe ich einen Code-Editor. Wenn ich aufs XIP gehe, habe ich den sogenannten Interface-Builder. Blenden wir das kurz aus. Oder eigentlich brauche ich das. Und jetzt mache ich drei Dinge, ja, oder eigentlich zwei. Wir brauchen einen Knopf, haben wir gesagt, ziehe ich mir daher aus diese Box, ist das Symbol für Objekte. Mhm. Und hier kann ich die einfach hier rüber rausziehen. Ja. Und sagen wir mal, ich mache den ein bisschen breiter, dass das noch ausschaut. Ja. Doppelklick rein, zack, neues Spiel zum Beispiel. Oder bist du Start? Na wurscht. Wurscht. Na wurscht. Nein. Ich hätte gesagt neues Spiel. Ja. So. Das ziehe ich da so in die Mitte und so ein bisschen weiter unten. Und ich denke mir, es wäre recht nett, wenn das deine App ist, wenn wir das Logo des Spieles auch so machen, dass du das zeichnest und mit einem Foto wir das einbauen. Ja? Könntest du das vielleicht kurz machen? Bild. Wie heißt das? Image Capture. Heißt es auf Englisch. Da sehe ich das Bild am iPhone. Ich tue mir das jetzt am Desktop kopieren. Import. Fertig. Dann kann man es löschen. Delete. Dann muss man noch ein bisschen nachbearbeiten, weil es ist zu dunkel und zu die falsche Größe. Das heißt, ich öffne es mal im Preview. Ja. Ich schneide mir das aus, wie ich es haben will. Bisschen länglich. Sagen wir, ja, passt schon so. Tools Crop. Im Englischen würde es zurechtschneiden heißen. Dann möchte das Ganze noch die Color adjusten. Auto Levels, damit das ein bisschen heller. Kann sich ein bisschen spielen, ja. Den Hintergrund weiß machen. Das linke ist im Prinzip sind die dunklen Stellen. Mhm. Ja. Du siehst, wenn ich das hier rüber ziehe, wird das irgendwie schärfer, weil sozusagen ja. die dunklen Details verschwinden. Und
das ganz rechts sind die hellen Stellen. Da, weil es eh relativ hell ist, ändert das nichts. Wobei stimmt eigentlich nicht, das sind die Mitteltöne. Das sind die hellen Stellen. Und das speichern wir, exportieren wir. Und zwar als PNG. iPhone kann mehrere Formate, aber das Optimale für kleinere Grafiken ist PNG. Deswegen wähle ich das hier aus. Ich nenne das TikTok Julia Logo Save. Und dann tue ich dieses Devices Passcode, das brauche ich jetzt nicht mehr. Um dieses Bild jetzt da reinzubekommen, ich brauche dann wieder den Projektnavigator, nennt man das, gibt es zwei Arten. Die eine ist, ich gehe in den Finder und habe das hier am Desktop und ich ziehe es einfach rein. Weil ich mache mir da jetzt eine Gruppe, New Group. Das sind diese gelben Dinger, nennt man Gruppen. Bilder. Dass das da beisammen ist, wenn ich mehrere Bilder habe. Kurze Frage, musst du nicht das von 6.0 auf 5.1.1 ändern? Was? Da. Ja, guter Punkt. Wenn ich will, dass es auf älteren Geräten läuft, dann muss ich hier. Oder hier? Ja, vollkommen richtig. Ich ändere es mal auf 5.1. Damit kann ich es hier dann auswählen als 5.1 Simulator, beziehungsweise ich kann es auf einem 5.1er Gerät auch testen. Mhm. Ja. Gut, jetzt habe ich die Grafik habe ich hinzugefügt. Jetzt kann ich hier im Interface Builder habe ich eine UI Image View hinzugefügt. Was ich da jetzt mache, ist, ich gehe auf dieses Schild, das sind die Properties mehr oder weniger. Zur Erklärung nur, alles was ich hier mache, jedes Viereck, das sind tatsächliche Objekte, die ich erzeuge. Ja? Aber statt dass ich mehr oder weniger schreibe Alloc init und setze alle Werte, habe ich hier einen schönen Editor. Ja? Aber wenn das geladen wird, sind es trotzdem diese Objekte dann im Speicher und haben auch die ganzen Fähigkeiten. Da habe ich jetzt zum Beispiel das Julia-Logo, was ich da reingeben kann. Du musst größer ziehen. Vielleicht weiter nach unten. Schub, schub, schub. So etwa. Wir könnten dann hier dieser noch eine andere Farbe geben. Da gibt es hier einen Editor, der uns hilft. Na, da kann ich mit der Lupe drüber gehen und sagen, ich will diese Farbe verwenden. Vielleicht irgendwas in der Mitte. Halbwegs. Ja. Das ist dann optische Gestaltung, da kann man sich auch lang spielen, bis man das hat, so wie man will, aber für unsere Zwecke reicht das jetzt vorerst einmal. Ja. Haben wir unseren ersten Bildschirm fertig. Ja. Das zweite, was wir machen, ist, weil es ähnlich einfach ist, den Endbildschirm. Also selber Vorgang, File, New, File, wieder eine Objective-C-Class, Next. Wir nennen das jetzt Ende View Controller, wieder mit einem XIP für User Interface. Next. Create. Die ziehe ich mir dort zu. Übrigens, man kann so viele Gruppen machen, wie man will. Also, ich mache mir jetzt eine für die Ansichten. Und dadurch die Start und Dings drunter kopieren. Ich habe gern diese Reihenfolge .h.m.zip, ja, deswegen, ja. Gut, dieses wiederum, wieder ein leeres, fangen wir so an, dass ich dem vielleicht auch wieder eine andere Hintergrundfarbe gebe, sagen wir mal ein leichtes Grau, ja, oder, nein, das ist zu unfeminin, nehmen wir eine andere Farbe, zum Beispiel ein leichtes Rot. Tun wir ein bisschen optimieren ins Rosane oder ins
gelbe. Ein helles Orange vielleicht. Ja, so in der Art. Und was wir dann natürlich brauchen, ist diesen Knopf für zurück ins Menü. Ich gehe hier in die Objects und wenn ich es gar nicht sehe, ich meine, ich könnte jetzt da herumscrollen und suchen, aber ich kann hier auch eingeben. Button, dann zeigt er mir alles, wo Button vorkommt und so habe ich es auch recht schnell. Ja? Dann mache ich mir einen her, der ein bisschen größer ist. Zentrieren. Du siehst, wenn ich hier so rüber fahre, dann gibt es irgendwo den Punkt, wo er mir diese Mittellinie anzeigt und das schnappt so drauf. Dadurch hilft es mir, es genau perfekt zu zentrieren. Zurück zum Menü. Ja. Und wir haben definiert auf unserem Mockup, dass wir hier haben wollen einen Text, der entweder sagt, Spieler 1 gewinnt, Spieler 2 gewinnt oder niemand gewinnt. Ja. Für Texte, die ich einfach so anzeigen will, gibt es auch eine View, ja, nämlich das sogenannte Label. Steht eh, variably sized amount of static text. Static text, Text, der sich nicht ändert. Ja? Zumindest nicht von selber ändert. Natürlich kann ich den immer setzen. Und da, ich tue da mal ein bisschen Text rein. Weil ich möchte nämlich, dass dieses Label über mehrere Zeilen geht. Sagen wir zum Beispiel 2 Zeilen. Na, sagen wir zum Beispiel 3 Zeilen. Ich glaube, 3 Zeilen sind ganz okay. Ich mache es gleich groß wie den Button. Das ist der, wenn ich da fahre, zeigt er mir genau, wann es gleich groß ist und wenn es zentriert ist. So kann man sich hier das recht schnell einpassen. Dann möchte ich, dass der Text mittelbündig ist. Oder auch zentriert. Ich möchte, dass er ein bisschen größer ist. Ja. Wenn da jetzt zum Beispiel stehen würde, hallo, Spieler 1 gewinnt, wie würde das ausschauen? Da passt die Größe an. Aha, Spieler 1 gewinnt, würde sich noch in einer Zeit ausgehen, machen noch größer. So zum Beispiel. Ja. Labels haben auch noch was ganz einen netten Effekt hat, nämlich den Shadow. Kann ich im Prinzip einen Schatten festlegen. Und du siehst es jetzt, wenn ich hier rein, das ist nicht eingeschaltet, dass ich das zoome. Aber man sieht es ganz leicht, am oberen Rand ist jetzt so quasi ein extra Weiß. Siehst du das? Ja. Oben drüber. Das ist, weil ich Weiß ausgewählt habe. Und das gibt dem Ganzen ein bisschen einen plastischen Effekt. Das ist so, wie wenn ein Licht von oben drauf scheinen würde und das sind so Buchstaben, die leicht rauskommen. Ja. Und ja, wenn man das noch ein bisschen so zentriert, ja, ich glaube, das ist auch ganz okay für unsere Zwecke. Ja. Und weil wir schon dabei sind, machen wir gleich noch den dritten Bildschirm. Wiederum File New, File, Objective-C Class, wieder ein View-Controller und das ist jetzt der Spiel-View-Controller. Wieder mit einem XIP. Wieder dort. Wieder schiebe ich es in meine Dinge hinein. Ist gerade logisch in die Mitte, deswegen sage ich Start, Spiel, Ende. Wie haben wir das gesagt? Wir haben es so gemacht, dass wir im Prinzip 3x3 Bilder haben. Da unten steht dann, welcher Spieler was hat, also Spieler 1 X, Spieler 2 O. Das heißt, wir werden ein X und ein O brauchen und oben ein Label drüber. Ja? Könntest du mir bitte ein X und ein O fabrizieren? Während ich hier anfange, Spieler 1 zieht, da in die Mitte. Bist du was einrastet am Rand und so haben wir das Ganze zentriert und gehen in den Hintergrund vielleicht ein bisschen eine Farbe.
Farbe, Light Grey. Damit dann das Spielfeld schöner ausschaut. Dann unten noch ein Label. Spieler 1. Das kann ich immer mit Command D kann ich duplizieren, wenn ich etwas schon so habe, wie ich es will. Spieler 2. Dann gebe ich all denen einen Schatten zum Beispiel. Oder einen weißen. Plastisch. Die Spieler-Labels gebe ich an den Rand. So jetzt. Dann kopieren wir es uns wieder. Es mag zwar nicht die Qualität jetzt ganz die optimale sein, aber ich glaube, dass das ein ganz schneller, praktischer Weg ist, da zumindest Prototyp-Grafiken reinzubekommen. Ja? Ich brauche die Image Capture. For device. So, da habe ich also das X und das O separat, oder? Ja. Gut, markiere beide mit Shift, import sie zum Desktop, delete sie, delete. Da ist es jetzt wichtig, die müssen dasselbe Format haben, dieselbe Größe haben, weil ich es ja alternierend verwenden will. Ja? Das heißt, ich mache es mal so, ist ein bisschen unscharf, aber ist ja auch egal. Hier, wenn ich die Shift-Taste festhalte, macht er genau ein Quadrat und das kann ich dann noch verschieben. So. Die Größe ist mal egal, es ist nur wichtig, dass es genau ein Quadrat ist. Ich crop das, ich optimiere das, Adjust Color, Auto Levels, schauen wir mal, was ich da noch machen kann. So ein bisschen, okay. Und ich exportiere es. Wiederum als PNG und das nenne ich nicht O auf Desktop, Save. Wobei, was ich vorher noch mache, ist, ich überlege mir gerade mal im Interface Builder, wie groß das sein sollte. Wenn das sind 260, so wären es 80. 24, das würde sich ausgehen. Also ich mache die Grafiken 80x80. Das heißt, ich tue das jetzt noch Just Size. Hast du das mal? Ich schaue wegen den Updates. Nein, lass das mal sein, wir sind jetzt hier. 80x80 Pixel. Jetzt ein bisschen kleiner. Wobei, das ist jetzt halt rausgezoomt. Dann so etwa ausschauen. Also exportiere ich es jetzt noch einmal, wie gesagt, als O, nicht als JPEG, sondern als PNG, Save, Replace, weil es schon mal da war. Jetzt das zweite, Doppelklick drauf, das X, interessant, es ist kein O, nämlich ein X. Ich habe ein X für ein O vorgemacht, das O brauche ich noch. Doppelklick, macht es im Preview auf. Ich tue es die Color adjusten, Auto Levels, mache das Weiß noch ein bisschen greller. So. Mal einen Rahmen, halte die Shift-Taste fest, dadurch wird es ein Quadrat. Dann kann ich dieses Quadrat nehmen mit dem Finger und mache so, dass es ungefähr zentriert ist. Ja. Dann mache ich Tools Crop, zurechtschneiden. Und jetzt muss ich noch die Größe adjusten, wiederum auf 80 Pixel, wie wir es vorher gehabt haben. Und dann exportiere ich das wieder, und zwar deswegen Export, weil mein Original ist JPEG. Ja. Ich will aber ein anderes Format und das nennt man dann exportieren. Nicht PDF, sondern PNG. Und zwar ist das jetzt tatsächlich ein O. Save. So. Ich habe zwei neue Bilder. Die kann ich dann schlicht und ergreifend hier ins Xcode wieder ziehen.
Finish. Und jetzt baue ich mir das Spielfeld zusammen. Und um ein Bild anzuzeigen, verwendet man UI Image View. Ja? Ich kann hier einfach nach Image suchen, dann bleibt das als einziges übrig. Steht eh da, displays a single image or an animation described by an area of images. Also wir wollen jetzt das Single Image. Und ich weiß, wie groß es sein soll. Deswegen kann ich hier auf dieses Lineal gehen und kann sagen, Width soll sein 80 und Height soll sein 80. Ja? Diese Art und Weise habe ich es genauso groß gemacht, wie das Bild ist. Und dann bei dem Schild wiederum kann ich es auswählen. Ich tue jetzt mal alles mit O. Ja? Kann das duplizieren. Machen wir dann kleinen Abstand. Duplizieren. Kleinen Abstand. Dann nehme ich alle drei. Dupliziere es. Gib es einmal nach unten. Nehme kleinen Abstand. Dupliziere es noch einmal. Ist ja noch nicht ganz in der Mitte, oder? Ja, ja. Und dann markiere ich alle und irgendwie kriege ich die genau in die Mitte. So. Jetzt habe ich mein Spielfeld fabriziert. Was wir noch nicht haben, was auch gut wäre, fällt mir gerade ein, wäre irgendwie ein, dass man weiß, da ist ein Feld. Vielleicht kannst du mir noch eine Grafik machen für, da ist jetzt noch nichts ausgewählt. Das, was, wenn das Spielfeld noch keiner gezogen hat, dass das leer ist. Und was soll ich erscheinen? Du könntest zum Beispiel so ganz leicht, ja, so. Irgendwie so in der Art. Ja. Oder ein Punkt oder was vielleicht auch eine Sache wäre so wie Fotoecken. Die was? Die Ecken, so. So? Also. So. Also wie du willst, wie soll das Spielfeld ausschauen? Sind das für Lernfelder oder? Für die Lernfelder, ja. Für die nicht gesetzten. Ja, das kennen wir. Ich muss ein bisschen Abstand, weil das hat kein wirklich gutes Makro. Ja. Wenn du zu nah bist, wird es unscharf. Aber wird schon gehen. Image Capture, da haben wir ein neues. Warum geht das jetzt noch immer nicht? Weil es noch nicht fertig ist. Update. Ja, warte, bis er mit allem fertig ist. Importiere es. Lösche es. Delete. Dann Finder. Was ist das? Wir optimieren es. Adjust Color. Auto Levels. Das Weiße greller machen. Dann machen wir einen richtigen Rahmen, der gerade das ausfüllt, so zentriert ist. Croppens, zurechtschneiden. Ändern die Größe, dass sie genauso groß ist wie die anderen, 80. Und speichern es ab, indem wir es exportieren als leer, zum Beispiel, und zwar wieder PNG. Und dieses Leer
Kann ich ja auch wieder reinziehen ins Projekt. Nur kurz zur Erklärung, was kommt hier? Du willst in dem Fall Copy Items into Destination Group Folder. Er soll das Bild tatsächlich ins Projektverzeichnis hineinkopieren. Sonst würde er es nur verlinken und dann ist das Problem, wenn du das Bild dann löscht, hat er es nicht mehr. Ja. So hat er es im Projekt und du hast einen Folder, wo alles drinnen ist. Und Add to Targets heißt, wir haben jetzt ein Target. Ich habe dir erklärt, ein Target ist mehr oder weniger ein Ergebnis von diesem Projekt, ein Ziel. Und das Ziel in dem Fall ist eine App. Und dass dieses Bild Teil des Targets ist, heißt, es wird reinkopiert, wenn diese App erstellt wird. Und das wäre noch, wenn ich zum Beispiel einen Folder reinziehe, das geht auch, dann kann ich mir entscheiden, entweder macht er diese gelben Groups oder er macht blaue, die sieht man da jetzt nicht, als Folder Reference. Besser in den meisten Fällen ist Groups zu verwenden. Deswegen lassen wir das so, wie es ist. So, jetzt haben wir Leer da auch. Schauen wir mal, wie das ausschaut. Kann ich hier auswählen, Leer PNG. Beziehungsweise machen wir es überhaupt so, dass man müsste ich eigentlich alle ändern können auf der PNG. Genau. So schaut unser Spielfeld aus, wenn man das erste Mal drauf geht. So, sind wir soweit zufrieden mit dem optischen Design? Ja. Da kann man sich lang spielen, kann viele Sachen setzen, aber irgendwann kommt man dann an den Punkt, dann geht es ans tatsächliche Programmieren. Ja. Und damit man sozusagen interagieren kann mit gewissen Elementen, die ich hier auf den Views montiere, benötigen unsere View-Controller, die sind quasi die Besitzer. Ja? Man erkennt das auch hier daran, wenn du den Files Owner anklickst, ja? Wenn du dich da genau anschaust, siehst du, der Files Owner ist Klasse Spiel-View-Controller. Ja? Also der tatsächliche Besitzer von dieser View, ja, das ist eine View mit vielen Unterviews, der Besitzer von dieser View ist der View-Controller. Ja, so wie ich es vorhin aufgemalt habe. View-Controller, dem gehört die View. Und in dem View-Controller wird dann auch drinnen sein der Code, der bestimmt, dass an einer gewissen Stelle zum Beispiel ein X oder ein O angezeigt wird oder dass hier oben statt Spieler 1 zieht Spieler 2 steht. Zieht spielt. Was mir noch einfällt, was uns noch fehlt, ist, ich brauche noch eine kleine Image View hier. So in etwa. Das ist immer noch ein bisschen groß. Sagen wir 30 vielleicht. 30. Ja. So really, really funzelig. Und die kriegt ein Image. Also soll Spieler 1 O oder X sein? O. Mhm. Der kriegt das O und der Spieler 2 Command D dupliziert es. Ziehe ich das daher. Den ziehe ich daher. Und den ändere ich auf ein X. Und du siehst, er skaliert die Grafik automatisch, ja. Dass sie schön ist. Ja? Und somit kennen sich die Leute aus, wer was ist. Ja? Gut. Also was ich sagen wollte, der nächste Schritt ist, ich werde jetzt in diesen Controllern anfangen, Code hinzuzufügen und dass diese dann zum Beispiel genau bei dieser Image View die Grafik ändern können, brauche ich ein sogenanntes Outlet. Ja? Outlet heißt, das ist so, Outlet auf Deutsch würde heißen Stecker. Ja? Eine Stromsteckdose im Englischen ist ein Power Outlet. Da kann ich was anstecken, da kommt was raus quasi. Ja? Und Outlets verwendet man eben, um eine Verbindung zu schaffen zwischen Code und Interface-Bilder. Ich fange mit etwas Einfacherem an, und zwar mit dem Start-View-Controller, weil da habe ich nur eine Sache, mit der ich interagieren muss. Neben Outlets gibt es noch eine zweite Sache, die heißt Action.
Action wird ausgeführt, wenn hier am Bildschirm der User was betätigt oder zieht oder berührt. Ja? Und die einfachste Art und Weise ist in dem Fall, ich gehe auf den Assistant Editor, der zeigt mir dann den Header an und dann kann ich, ich glaube mit dieses Control, ja, Control ziehe ich von dem Knopf hier in den Interface Builder und lass los. Und dann fragt er mich noch, wie soll das heißen? Wir nennen es zum Beispiel neues Spiel tapped. Connect. Und jetzt hat er mir, okay, ich hab's, er hat eine Property gemacht. Eigentlich wollte ich, dass er eine Action macht. Ja, ich brauche das so nicht. Kann ich eine Action aufmachen? Genau. Ich wollte eine Action. Ja? Und die Action soll sein, neues Spiel tappt. Ich kann dann auch aussuchen, was für ein, in den meisten Fällen ist es Touch-Up Inside. Mhm. Ja? Weil ich möchte, dass man mit dem Finger hineingeht, drückt und wenn man mit dem Finger nicht rausfährt aus dem Knopf, sondern solange man drin ist, wieder loslässt, dann soll das passieren. Ja? Und das nennt man Touch-Up Inside. Das würde man eigentlich in 95% der Fälle immer verwenden. Es gibt manche Sonderfälle, wo man eines von den anderen Sachen verwendet, aber für unsere Zwecke wird es immer Touch-Up Inside sein. Okay, haben wir das ausgewählt. Und der Rest passt. Connect. So, und ich erkenne die Action daran, dass hier steht eBay Action. Mhm. eBay Action ist in Wirklichkeit nur so eine Hilfe fürs Xcode, dass es weiß, aha, da ist was mit dem Interface Builder verbunden. Beziehungsweise für den Interface Builder, dass er weiß, wenn er den View Controller anschaut, aha, diese Action gibt es. Ja. Wenn man aber Command, das früh ist das gegangen. Command, Doppelklick. Da hat man dann nämlich gesehen, dass eBay Action eigentlich das gleiche ist wie Void. Oh. Ja, weil wenn ich hier drücke, braucht diese Methode keinen Rückgabewert. Ja? Das heißt, das ist so, als ob hier stehen würde Void. Mhm. Ja? Nur eBay Action ermöglicht dem Interface-Builder da eine Verbindung damit zu haben. Und man sieht diese Verbindung auch, wenn ich hier draufklicke und gehe auf dieses kreisrunde Symbol, dann sehe ich, dass TouchUp Inside verbunden ist mit neues Spiel tappt im Files Owner. Und der Files Owner, siehst du, gehe hier drauf, er tut das da oben einrahmen. Mhm. Ja. Und wie gesagt, der Files Owner, haben wir vorhin festgestellt, ist der Start-View-Controller von diesem Bildschirm. Ja. Und das Praktische, was dann nämlich noch passiert ist, wenn ich in den .m gehe, siehst du, hat er das hier auch schon hinzugefügt. Gut, schauen wir mal, ob ich irgendwo einen Fehler einbaut habe. Ja, genau, da habe ich vorhin diese Property gehabt, die ich gelöscht habe, wo er noch was damit macht. So, jetzt bin ich wieder okay. Also das ist die eine Art von Verbindung, da werde ich dann später, da kann ich, hier kommt Code rein, der auf Knopfdruck was tut. Ja? Das sind die Actions. Das andere, was wir brauchen, sind die Outlets. Ja? Wobei, ich mache jetzt gerade noch eine zweite Action. Du siehst, ich bin jetzt gegangen auf den EndView-Controller und hier hat er automatisch geändert auf EndView-Controller H. Das ist das, was dieser Sie nennen das Assistant Editor. Ja? Hat hier quasi wie ein Butler eine Schleife, der macht intelligent oder versucht intelligent hier das anzuzeigen, was auf der rechten Seite, was zur linken Seite passt. Mhm. Und da die linke Seite anzeigt den EndView Controller XIP, zeigt die rechte Seite automatisch an den Header dazu. Und was ich hier jetzt will, ist wieder, ich drücke Control und ziehe von diesem Menü hier rein. Insert Outlet Action oder Outlet Connection. So. Ich brauche wieder eine Action, weil es soll ja was passieren auf den Knopf hin, eine Aktion. Ich nenne es zu Menü G
gehandtappt, zum Beispiel. Ich bin nicht so gut im Benennen von Sachen in Deutsch, weil ich es alles immer Englisch nenne. Und wie gesagt, hat er hier auf der einen Seite im Header das hinzugefügt. Dadurch wissen Leute, die mit dem End-View-Controller zu tun haben, dass es diese Methode gibt. Mhm. Und auf der anderen Seite im Punkt M hat er mir schon eingefügt, ja, hier zum Menü zurückgehen. Ja. Jetzt haben wir die Knöpfe verbunden mit Aktionen, wo wir dann ausfüllen können, was passieren soll, wenn man darauf drückt. In der anderen Richtung gibt es jetzt aber auch noch die Situation, dass wir einen Wert, eine Eigenschaft setzen müssen. Ja, wie zum Beispiel hier, dieses Spieler 1 gewinnt, wird nicht immer korrekt sein. Was ist, wenn der Spieler 2 gewinnt oder niemand? Ja? Das heißt, was ich in diesem Fall mache, ist, ich gehe hier wieder zum Header zurück und ziehe jetzt von dem Spieler 1 hier auch noch was her. Und zwar in dem Fall brauche ich jetzt ein Outlet. Ja? Ich nehme es einfach Label. Damit ich dann nachher kriege ich eine Property, Label, und kann sagen Label.text und was ich dort reinschreibe, erscheint hier. Gut. War hier noch was? Nein, da haben wir nur den Knopf gehabt. Das heißt, wir kommen jetzt zum Spielfeld selbst. Übrigens, wenn das hier so grau ist, heißt das, es ist noch nicht gespeichert. Mhm. Eine einfache Möglichkeit, alles gespeichert zu bekommen, ist einfach Bild zu machen, weil dann speichert er alle Files. So, und was ich hier brauche, also da ist auch wieder so ein Label, ja, weil das, je nachdem, ob der Spieler 1 oder der Spieler 2 zieht, sprich, ich ziehe mir da eine Property rüber und nenne es auch Label, wenn es das einzige ist. Und dann nütze ich noch etwas. Ich könnte jetzt natürlich die ganzen einzelnen Bilder, weil ich muss ja immer die Grafik austauschen, je nachdem, ob es gesetzt ist oder nicht. Da gibt es dann noch eine Vereinfachung, glaube ich. Ich habe es selber noch nie verwendet, deswegen probiere ich aus. Ich glaube, wenn ich die hier alle markiere, dann Control träge hierher, dann kann ich eine Outlet Collection machen und sag Spielfelder Image Views vom Typ UI Image Views. Schauen wir, was da passiert. Er macht mir eine eBay Outlet Collection Spielfelder. Und da muss ich ehrlich gesagt nachschauen in der Dokumentation, wie das geht. An und für sich heißt das, dass das mir a one-to-many instance communicating with objects. Da muss es irgendwie eine Variante geben. Und wenn man es in der Dokumentation nicht findet, gibt es auch im Internet. eBay Outlet Collection. Da hat jemand einen Artikel zu dem Thema geschrieben. Gibt schon seit iOS 4. So, das haben wir. Und dann kann ich dann irgendwie... Other Buttons. Es ist ein Array. Da gibt es doch bitte sicher eine bessere Erklärung. Make the tag. Aha, does not seem to be gut. Das heißt, ich kriege es in irgendeiner Reihenfolge. Was ich aber tun möchte, ist, ich kann bei Views, die haben eine Eigenschaft, die heißt Tag. Das ist quasi eine Zahl. Ja?
und ich kann die fortlaufend nummerieren und kann sie danach sortieren. Ja, das heißt, ich setze hier von 1 bis 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und ich fange es deswegen mit 1 an, weil im C fängt man normalerweise alles mit 0 an. Ja? Mhm. Nur wenn ich es mit 1 anfangen würde, dann weiß Xcode nicht, ich könnte theoretisch auch die meinen, weil die hat standardmäßig den, sehe ich den Tag beim Label gar nicht, sehe ich da gar nicht, aber da zum Beispiel, der hat auch Tag 0. Mhm. Und damit ich es auseinander, 1 bis 9 weiß ich sind meine, ja, und 0 ist 0. Gut, das geht noch. Und jetzt kommen wir in die Situation, dass wir mal den Übergang von einer View zu einer anderen brauchen, und zwar von der ersten zur zweiten. Ja? Und damit mal überhaupt die allererste angezeigt wird, muss ich hier im App-Delegate, ich schalte den Assistant da wieder aus, dass ich mehr Platz habe, braucht der App-Delegate Properties für die drei View-Controller. Mhm. Dass ich dann sage, okay, jetzt zeige ich den an, jetzt zeige ich den an, jetzt zeige ich den an. Das mache ich mir händisch hier mit Strong Non-Atomic, was das heißt, kann man nicht genauer erklären. Damit ich jetzt brauche ich den Typ StartViewController, ja, also StartViewController, aber den kennt er nicht, deswegen unterwählt er den. Ja, und da habe ich jetzt zwei Möglichkeiten, ihn den beizubringen. Die eine wäre, dass ich hier add import StartViewController H hinzufüge. Mhm. Die andere, die man lieber macht, weil sie in dem Fall braucht er nicht wissen, was StartViewController alles kann, sondern er muss nur wissen, aha, das Wort StartViewController ist ein gültiger Typ, ein gültiger Klassenname. Deswegen kann man auch hier schreiben, Class dies ist ein gültiger Klassenname. Ja? Und damit Start vorziehen nichts, ViewController. Damit akzeptiert er das. Ohne das würde er sagen, Property with retain must be object of type, ja, und unknown type name start view controller. Das heißt, was das macht, ist den Typennamen, ja, eine Klasse ist ein Typenname, ist ein Typ, den eine Variable haben kann. Ja. Und deswegen tue ich das rein. Und ich tue das gleiche auch für die beiden anderen, nämlich für den Ende View Controller und den Spiel View Controller. Und machen wir dafür auch gleich die Properties. Spiel View Controller, Spiel VC, Ende View Controller, Ende VC. Und du siehst jetzt auch, ich nenne die Properties immer mit kleinem Anfangsbuchstaben. Ja. Weil nämlich meine Klassennamen einen großen haben. Das heißt, ich könnte das auch, wenn ich es ganz ausschreibe, Start View Controller, heißt es gleich, aber es ist was anderes für den Compiler, weil dem Compiler ist Groß-Kleinschreibung wichtig. Mhm. Also ein Wort mit einem kleinen Anfangsbuchstaben und dasselbe Wort mit einem großen Anfangsbuchstaben sind zwei verschiedene Wörter. Ja. Und zu, wenn ich ein Property mache, muss ich auch noch ein Add Synthesize machen. Start VC, Add Synthesize Spiel VC, Add Synthesize Ende VC. Und während hier es ausreicht, dass ich nur Add Class mache, weil ich es nur hier brauche, dass es ein gültiger Typ ist für einen Pointer, muss ich dann tatsächlich im App Delegate M importieren den Header. Weil ich dann zugreifen will auf Methoden und Properties von denen
und die sind halt im Header definiert. Und damit dieser Code die kennt, braucht er den Header. Ja. Start View Controller. Spiel View Controller müsste auch gehen. Und Ende View Controller. Importiere die Header, damit Properties und Methoden bekannt sind. Gut, und den allerersten, den ich brauche, den tue ich hier rein. Und zwar sage ich self.startvc ist gleich ein Objekt vom Typ StartViewController, alloc. Ja, erinnerst dich, das init. Macht den Speck, genau, und jetzt kommt ein init. Und jetzt gibt es auch noch verschiedene Varianten von init. Es gäbe das init ohne irgendwas. Das verwende ich, wenn ich einfach nur einen leeren ViewController brauche. Nur in unserem Fall möchte ich, dass er die View für diesen ViewController lädt aus dem XIP-File. Deswegen mache ich hier init with nipname. Und der nipname ist genauso wie der StartViewController. Und das Bundle, da gibt man nil rein. Außer in ganz speziellen Fällen. Naja, und wenn wir dabei sind, mache ich mir auch gleich den SpielVC und den EndeVC und der SpielViewController und der EndeViewController. Die haben immer denselben Namen, SpielViewController. Man könnte das dann noch ein bisschen optimieren, dass man diese ViewController erst erzeugt, wenn man es tatsächlich braucht. Aber wir wissen, bei unserem Spiel brauche ich eh alle, deswegen mache ich es jetzt einfach, weil es hintereinander ist. Ja. Es wird wahrscheinlich überhaupt nicht zu merken sein. Ja. Instanziere die drei ViewController. Somit habe ich dann, wenn ich hier fertig bin, ich habe schon gesagt, jede App hat ein UI-Window zumindest. Ja. Ja? Und dieses UI-Window braucht einen sogenannten Root-View-Controller. Das ist, wenn du dir vorstellst, View-Controller, genauso wie Views, können eine Hierarchie bilden. Ja? Da ist einer in einem. Und ganz, ganz an der Wurzel muss einer sein. Ja? Und deswegen hat das Window eine Property Root-View-Controller und die setze ich auf mein Start-VC. Und Window kenne ich nicht, deswegen muss ich sagen self.window. So. Und damit sollte es passieren, wenn alles gut gegangen ist. Enable ich den Developer-Mode. So, muss ich anfangs einmal machen. Dann sollte es stürzt ab, weil neues Spiel tappt ist nicht implementiert. Da habe ich einen Blödsinn im StartViewController XIP. Muss ich mir hier anschauen, in den Eigenschaften hier bei den Verbindungen. Da siehst du, gibt es ein. Ich hatte das vorher als Outlet und habe es dann aber weggelöscht. Und jetzt ist er hier Rufzeichen. Das heißt, er versucht, wenn er die View aus diesem File laden will in die App, versucht er diesen Wert zu setzen. Den gibt es aber nicht mehr und deswegen stürzt es ab. Deswegen mache ich das hier weg. So. Und somit sehen wir unsere erste View. Tun tut es noch nichts. Was haben wir noch nicht programmiert? Nein. Aber dafür macht es der Knopf schon. Ja. So, das heißt, das erste, was wir brauchen, ist, was wird passieren, wenn man auf neues Spiel hier drückt. Ja? Du erinnerst dich, wir haben eben hier im XIP, kann man nochmal immer nachschauen, indem man hier reingeht, auf dieses Runde und sieht man, aha, TouchUp Inside ist verbunden mit neues Spieltab in Files Owner. Files Owner klicke ich an, sehe ich, der Files Owner ist ein StartView-Controller. Gut, schauen wir in den StartView-Controller H. Ja, tatsächlich, hier ist neues Spiel tappt deklariert. Und dann gehe ich in die Implementierung und da kommt hier der Code rein, der aufgerufen werden soll, wenn
ich auf den Knopf drücke. Jetzt ist es so, der Start View Controller, der weiß nicht von den anderen Views oder den anderen View Controllern, weil der kontrolliert nur seine eigene View. Das heißt, der braucht irgendeine Methode, eine Möglichkeit, wie er der Kontrollinstanz, und wir haben gesagt, wir wollen diese Kontrolle haben im App Delegate, wie der umschaltet zwischen den Schirmen. Das heißt, was wir machen ist, ich bringe dem App Delegate mal eine Methode bei, Void, also ich brauche keinen Rückgabewert, und nenne es gehe zu Spiel Schirm, und dann wahrscheinlich werde ich auch brauchen einen gehe zu Ende Schirm, und vom Ende kann ich dann wieder zum Start, ja, gehe zum Start Schirm. Und die implementiere ich. Ich mache mir das hier unter mit einem Gitter Pragma Mark Schirme wechseln. Kann man so eine Gruppe machen, die sehe ich dann, wenn ich hier draufklicke, so als Fett und gruppiert so das zusammen verschiedene Code. Also wenn da die drei Sachen drinnen sind, immer mit Klammer auf zu. Klammer auf zu und Klammer auf zu, dann sehe ich die hier jetzt untereinander, da gehe ich zum Spielschirm links, so ist das ein bisschen übersichtlich. So, wir wollen gehe zu Spielschirm aufrufen, wenn ich auf den Knopf drücke. Jetzt gibt es einen Trick, den ich hier mehr oder weniger verwende, weil dieser App Delegate ist definiert als ganz normale Klasse. Ja, einfach von UI Responder, was auch immer das ist, abgeleitet DT-App Delegate. Aber was ich noch nicht erwähnt habe, ist, es gibt genau nur eine Instanz von dieser Klasse. Ja? Wenn das Programm hochkommt, du erinnerst dich, ich habe gesagt, Main M, da kommt es rein. Ja? Und diese Zeile hier erzeugt genau eine Instanz von DT-App Delegate und setzt einen Pointer drauf und sagt, das ist mein Delegate. Ich werde dann später noch erklären, was Delegates sind, aber zu dem Zeitpunkt reicht es zu wissen, App-Delegate gibt es immer genau nur einen. Und diesen einen App-Delegate, auf den kann ich zugreifen. Das heißt, hier im Start-View-Controller, wenn ich mir den importiere jetzt, damit ich die Methoden, die neu hinzugefügten, sehe, ja, weil ich will ja, dass der Compiler mir das erlaubt, dass ich gehe zu Spielschirm aufrufe. Ja. Und jetzt kann ich Folgendes machen. Ich kann mir einen Pointer holen auf den App-Delegate. Das geht nämlich so, ich sage DT App-Delegate. Ja, also ich mache eine Variable, die heißt App-Delegate. Die ist vom Typ Pointer auf einen DT App-Delegate. Also ein Pointer, der auf sowas zeigt. Ja. Und dann gibt es eine Methode, die heißt UI Application Shared Application Delegate. Und damit habe ich jetzt einen Pointer bekommen auf genau diesen einen App-Delegate. Und dieser Pointer versetzt mich in der Lage, in Kombination mit diesem Import hier, dass ich aufrufe App-Delegate, gehe zu Spielschirm. Ja, weil Um eine Methode aufzurufen von einer Klasse, brauche ich einen Pointer auf eine Instanz und dann kann ich dieser einen Instanz sagen, du gehe auf Spielbildschirm. Es gibt hier noch, also es sind hier quasi zwei Tricks versteckt in dem Ganzen. Das eine ist, dass ich weiß, dass es nur diesen Delegate einmal gibt, und das andere, was ich dir auch noch nicht erklärt habe, hier UI Application ist ja keine Instanz. Sie hat aber trotzdem eine Methode. Ja. Und das sind sogenannte Klassenmethoden. Weil eine Methode kann entweder Instanzen gehören, also wie zum Beispiel, wir hatten das beim Hund, ja, jeder Hund hat ein anderes Fell. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass Klassen eine Methode haben. Das ist dann mehr oder weniger bezogen auf die Klasse oder auf alle. Ja. Und wo wir das schon verwendet haben, heimlich still und leise, ist hier.
StartViewController, die Klasse, hat eine Methode alloc. Und deswegen kann ich die aufrufen. Ja? Alloc, jedes NS-Object hat die Klassenmethode alloc. Ja? Und weiß in diesem alloc, wie viel Speicher braucht sie und so. Und das Ergebnis von dieser Klassenmethode ist dann ein Pointer auf eine Instanz und deswegen kann ich hier eine Instanzmethode aufrufen. Ja? Und das gleiche mache ich hier. Es gibt genau eine Instanz von einem UI Application Objekt, das repräsentiert mehr oder weniger unsere App. Und einen Pointer auf diese eine Instanz bekomme ich, indem ich die Klasse UI Application bitte oder aufruf Shared Application, die Methode, Klassenmethode. Ja? Übrigens, Klassenmethoden und Instanzmethoden unterscheidet man insofern, dass Instanzmethoden haben hier ein Minus. Ja? Immer wenn da ein Minus ist, heißt das, das ist eine Methode, die ist auf die Instanzen anwendbar. Das sind Instanzmethoden. Und wenn es hätte, ich kann hier jetzt Command-Click, das ist das Header-File, was Apple gemacht hat. Und du siehst, hier ist ein Plus. Shared Application ist eine durch das Plus Klassenmethode, das heißt, ich kann es aufrufen mit UI Application, Shared Application, und sie liefert zurück einen Pointer auf eine UI Application Instanz. Also lange Rede, kurzer Sinn, ja, Klassenmethode gibt mir einen Pointer auf die eine UI Application, die es gibt, und die UI Application wiederum hat eine Property Delegate, ja, da kann ich draufklicken, da sehe ich Property, und Property ist quasi, nur Instanzen können Properties haben. Ja, somit ist das quasi eine Instanzmethode, die ich da aufrufe. Und dann kann ich diesem App-Delegate sagen, gehe zu Spielbildschirm. Und ich drücke hier immer Command und dann klicke ich drauf und dann komme ich dorthin in den tatsächlichen Code als Abkürzung. So, was soll jetzt passieren, wenn ich zum Spielbildschirm möchte? Naja, ich mache es mir hier in dem Fall einfach. Ich sage einfach self window root view controller ist gleich self SpielVC. Und das sollte schon den Effekt haben, dass er einfach auf den anderen Bildschirm wechselt. Et voilà. Mhm. Ja, weil er einfach dem Windows sagt, so, du hast jetzt einen anderen Wurzel-View-Controller. Aber die haben wir... Da haben wir noch nichts programmiert. Ja. Ja? Das kommt jetzt noch. Das heißt, wir kommen jetzt eigentlich schon als nächsten Schritt zu dem, was ich hier ganz kompliziert mit drei Views versucht habe darzustellen, was etwas einfacher sich darstellt in diesem hier. Ja? Weil wir haben jetzt eigentlich programmiert schon diesen Pfeil hier. Mhm. Ja? Ich bin bei Start und ich drücke auf den Knopf und ich komme aufs Spielfeld. Ja? Spiel-View-Controller. Und jetzt brauchen wir das... dass der aktuelle Spieler einen Zug macht, dass das Spielfeld immer aktualisiert wird, dann der andere Spieler drankommt und das so lang nach jedem Zug gecheckt wird. Eine Schleife, würde genau. Ich mal sagen, mit wenn Spieler 1 ist, dann ist dieser ist zum Beispiel der Nuller und wenn Spieler 2 ist, dann ist das X, oder kann man das so? So eine Art Nummer muss das halt ausprogrammieren, ja. Ich mache das jetzt so, ich hab vorhin aufgemalt gehabt, ich weiß nicht mehr, wo das ist, Zettel ist weg, da hatte ich aufgemalt, dass wir haben eine Klasse Engine und diese redet mit den View-Controllern. Ja? Das heißt, ich mache mir jetzt einen zentralen Ort, der verwaltet die Spiellogik. Das heißt, wieder New File, Objective-C-Class, in dem Fall ist es eine Subclass von NSObject. Ja, wenn ich nichts anderes brauche, ist es immer NSObject und ich nenne es einfach Engine. Ja. Engine, eine Spiele-Engine ist im Prinzip der Motor eines Spiels. Ja. Ich möchte es noch nicht Motor nennen, weil das klingt dann blöd. Engine versteht man schon. Ja, so. Kommt auch wieder dort her. So. Was die Engine braucht einmal, ist eine Möglichkeit zu wissen, welcher Wert aktuell in,
den verschiedenen Feldern ist. Ja? Das mache ich so. Ich verwende einen C-Trick. Ja? Beziehungsweise bevor ich das mache, muss ich noch was anderes zeigen. Und zwar, ich möchte auch nur eine Instanz haben von Engine. Ja? Und das heißt, egal wo ich in meinem Programm bin, will ich aufrufen können, Engine, Shared Engine. Das heißt, ich mache eine Klassenmethode, die zurückliefert einen Pointer auf eine Engine und diese Klassenmethode heißt Shared Engine. Das soll jemand überall aufrufen können. Ja? Ich habe das jetzt falsch gemacht, das gehört eigentlich in den Header. Und in der Implementierung, ich erkläre es jetzt auch nicht weiter, da gibt es ein Dispatch Async. Warum habe ich da Dispatch Async? Hat es früher gegeben, einen fertigen Block aus dem Vektor? Hm. Na, okay, nein, ich mach's einfach. Ich hab bisher gesagt, du kannst Variablen nur definieren innerhalb den geschwungenen Klammern. Ist nicht ganz wahr. Du kannst sie auch außerhalb definieren. Ja? Was dann heißt, ist, die sind im Prinzip global. Da kann, wenn jemand drauf einen Pointer hat, kann jeder darauf zugreifen. Es ist ein bisschen schlampig-schleißig, ja, das sollte man vermeiden zu tun, aber es gibt gewisse Situationen, da ist es gut. Und was ich im Prinzip brauche, ist, ich möchte vom Typ Engine, ich mache es mit Unterstrich, um mir selber zu sagen, na, das ist eigentlich privat, ja, Shared Instance nenne ich es, und der Anfangswert von dem Ganzen ist nil. Ja. Also du siehst, ich habe eine Variable definiert, die hat diesen Namen, vom Typ Pointer auf Engine und nil ist im Endeffekt dasselbe wie null oder null. Heißt, ja, das wird mal dann ein Pointer sein, aber jetzt ist er noch nicht, zeigt auf noch nichts. Ja? Nil heißt nichts. Und dann kann ich hier sagen, im Shared Engine, if not, also noch nicht Shared Instance gesetzt, erinnerst dich, wenn da null ist, wenn das Shared Instance noch null ist, also nil ist ja. 0, heißt das Rufzeichen, es ist das Gegenteil, somit ist das dann 1. Ja. Ja? Also wenn man das auf Englisch liest, wenn Shared Instance noch nicht ist, ja, dann sage ich Shared Instance ist gleich Engine Alloc Init. Und ich gebe immer zurück, return meine Shared Instance. Das hat den Effekt, das allererste Mal, wenn jemand aufruft, Shared Engine, sagt, okay, Shared Instance ist noch 0, deswegen rufe ich einmal Alloc Init auf, das macht genau diese eine Instanz, die ich nur einmal haben will, und dann gebe ich Shared Instance zurück. Was ist, wenn das zweite Mal jemand aufruft? Dann ist if not Shared Instance, dann ist Shared Instance zeigt schon auf irgendeine Speicheradresse, das Rufzeichen, irgendeine Zahl ist 0, damit komme ich hier nicht hinein in das if und damit gibt es dann trotzdem einfach nur zurück. So, das ist eine einfache Methode, wie er das beim allerersten Aufruf erzeugt das und in allen weiteren Aufrufen hat er es schon. Ja. Eine einzelne Instanz, die ich von überall verwenden kann und beim allerersten Aufruf von diesem Shared Engine wird die eben erzeugt. Man nennt dieses Prinzip Singleton. Das nächste ist, ich brauche irgendeine Art und Weise, wie ich diese neuen Felder von dem Spielfeld darstellen kann. Ja? Mit einem Wert. Ja? Ich würde sagen, weil wir eben objektorientiert unterwegs sind, mache ich mir für diesen Zweck auch eine Klasse, auch von NSObject. Das ist jetzt nichts, das ist quasi, wie sage ich es am besten, das ist jetzt
Datenmodell. Das heißt, es ist nur Information, die wird irgendwie strukturiert, aber das hat nichts zu tun mit der Darstellung. Die Darstellung macht nur die Views, sondern ich will nur den Zustand irgendwie wissen. Und es kann so ein Spielstein eben drei Werte einnehmen. Kann noch nicht gesetzt sein, kann mit O gesetzt sein oder mit X. Ja? Das heißt, ich mache mir da jetzt ein Objekt, das ein so ein Spielfeld repräsentiert. Ja? Also ich nenne es zum Beispiel Spielfeld. Und dieses Spielfeld soll haben drei Zustände. Deswegen definiere ich mir einen Typ, Zustand leer, Zustand X, Zustand O. Und wir nennen das Ganze Typ Zustand. Das gefällt ihm dann nicht. TypeDef Enum. Das ist eine Enumeration. Und gebe meinem Spielfeld eine Property, die Non-Atomic Assign vom Typ Zustand, die nenne ich Zustand. Ja, du siehst hier, ich habe den Typ groß geschrieben und den Namen der Variable klein. Ja, und damit ich das gut, und ich bin wieder gescheit, ich habe das nämlich nicht dort gemacht, wo man es normal machen soll. Das gehört nämlich in den Header und nicht in die Implementierung. Und das TypeDef gehört davor und das Implementation gehört weg. So, ich definiere das, dann kommt das Interface für ein Spielfeld und dieses Spielfeld, eine Spielfeldinstanz hat einfach nur einen Eigenschaftszustand. Und dann brauche ich hier noch, immer wenn ich ein Property habe, brauche ich einen Synthesize-Zustand. Das ist schon alles, ja. Mehr brauche ich gar nicht. Aber auf diese Art und Weise, weil es ein Objekt ist, kann ich es recht einfach verwalten. Ja. Ich kann nämlich sogenannte Arrays verwenden. Und das geht so. In meiner Engine brauche ich eine Tabelle eigentlich, ja, mit neun Feldern. Und so eine Tabelle nennt man in der Programmiersprache ein Array. Array ist eine Anzahl von mehreren Dingen gleichförmigen hintereinander. Jetzt gibt es verschiedene Arten von Tabellen. Es könnte sein einfach eine Liste. Das ist ein Array von einer Dimension. Ja? Da ist quasi diese Dimension der Index. Aber wenn das Ganze zum Beispiel zweidimensional ist, ja, dann geht es nach unten und nach rechts, dann ist ein zweidimensionales Array. Da kann ich haben x, y. Das wäre in unserem Fall zum Beispiel, könnte man es als zweidimensionales Array machen. Und dann, ich kann beliebig viele Dimensionen haben in Arrays. Wir machen es der Einfachheit halber so, dass wir sagen, okay, unser Array geht von 0 bis 8 oder von 1 bis 9 und ich mache mir jetzt keine Gedanken über Zeilen und Spalten. Ja? Und dieses Array, was ich verwende, ist ein NS-Mutable Array. Ja? Spielfeld nenne ich es. Wiederum, das ist so eines von den Klassen, die Apple uns zur Verfügung stellt. Von Array gibt es zwei Arten, NS-Array und NS-Mutable Array. Und das Mutable Array, wie der Name sagt, Mutable, ist veränderbar. Weil ein Array aus Gründen der Performance, dass es schneller geht, damit zu arbeiten, normalerweise nicht veränderbar ist. Ja? In unserem Fall will ich in unserem Spielfeld natürlich Sachen verändern. Oder nein, eigentlich will ich das Spielfeld gar nicht verändern, fällt mir gerade ein. Weil es hat 3x3. Es hat 9 Felder. Wenn ich die einmal eingerichtet habe, brauche ich es nicht verändern. Deswegen mache ich es jetzt nicht mit einem Mutable Array. Ja? Und das F mache ich auch kleiner, das schaut besser aus, finde ich. Ja? Und der Ort, wo ich so dieses Spielfeld erzeugen kann, das ist am besten im normalen Init. Ja? Jedes Objekt hat eine Methode Init.
die es normalerweise von NSObject ganz oben erbt. Ja. Aber wenn ich selber noch was machen will, dann mache ich so, dass ich quasi das Init von meiner Superklasse, das ist die, von der ich erbe, aufrufe und dann mache ich meine eigenen Sachen. Und es ist vielleicht am Anfang ein bisschen nicht ganz klar, was da passiert, aber man schreibt immer dasselbe, nämlich self ist gleich super init. Damit rufe ich den init vom drüber auf und dann sage ich if self, ja, weil es theoretisch könnte dieser Ausdruck hier fehlschlagen, dann würde das Ergebnis hier sein 0, dann ist self 0 und if 0 heißt, es wird das hier nicht ausgeführt. Das heißt, das hier wird nur ausgeführt, wenn self nicht 0 ist. 0 bzw. nil ist. Ja? Und am Schluss returnt man self. Und was ich hier jetzt mache, ist, das wird genau nur einmal ausgeführt, nämlich hier. Shared Instance, Engine Alloc ist die Klassenmethode, die mal eine Instanz macht. Und hier habe ich dann eine Instanzmethode, wie das Minus anzeigt. Und die initialisiert genau diese eine Instanz. Ja. Und was ich hier brauche, ist, dass das Spielfeld, ich muss jetzt einen Trick machen, ich brauche 9 Spielfelder. Das heißt, ich mache mir eine Schleife vor, int i gleich 0, i kleiner 9, i plus plus. Dann mache ich mir ein temporäres Array, temp Array, das ich verändern kann, mutable Array Array, wobei ich rede immer von alloc init, deswegen mache ich hier auch alloc init, dann schaut das ein bisschen bekannter aus. Und für jedes i, also 9 Mal, erzeuge ich mir ein Spielfeld. Damit das geht, muss ich es importieren, import Spielfeld. Spielfeld, ein Spielfeld ist gleich das bekannte Spielfeld alloc init. Da ist ein zu viel und wir setzen halt einmal einen Standardwert, nämlich den Zustand setzen wir auf Zustand leer. Ja, und dass man sieht, da war die zu viel. Brauche ich zwar nicht, weil ich kann den Trick verwenden, bei einem Spielfeld, der erste Wert eines Enums ist standardmäßig ein Nuller. Und um das sicherzustellen, dass das so ist, kann ich sogar hier beim Enum noch reinschreiben gleich 0. Dann tut der intern, macht er das zu 1 und das zu 2. Mhm. Ja, weil Enums sind in Wirklichkeit Integer intern. Das heißt, ich könnte auch sagen, Zustand leer ist 3. Ja. Aber standardmäßig sind alle Instanzvariablen mit Nullen initialisiert. Der Beginn, der erste Wert, den sie haben, ist 0. Und deswegen bräuchte ich das nicht einmal auf leer setzen. Ich mache es aber trotzdem, dass man sieht, aha, so ist der Anfangswert. Ja. Und dann dieses Spielfeld, das will ich in dieses temporäre Array, ein AddObject machen, ein Spielfeld. AddObject wiederum ist eine Instanzmethode vom Array, die dieses Objekt, was ich ihr gebe, hinten dran anfügt. Ja? Das heißt, wenn diese Schleife durch ist, habe ich danach ein temp-Array, in dem 9 Spielfelder drin sind. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9. Ja? Und ich möchte dieses auch speichern in meinem Spielfeld, was ich da habe, definiert habe als Instance Variable Spielfeld. Deswegen sage ich hier einfach, Spielfeld ist gleich temp Array. So, damit ist das initialisiert. Ich habe ein Array, was zeigt, was beinhaltet 9 Spielfelder. Und darin kann ich dann die entsprechenden Zustände von den Feldern. Kann man sich jetzt schon fragen? Mal schauen, was ist. Es tut sich nichts. Ich habe ja noch nichts Visuelles programmiert. Ah, stimmt, ja. Es hat genau
kann dasselbe wie vorher auch. Ich kann auf neu spiegeln und dann ist da. Aber ich hab nichts magisch programmiert, was jetzt irgendwelche Felder setzt. Ja, da passiert überhaupt nirgendwo was. Sondern was ich jetzt als nächstes brauche, ist, ich möchte eigentlich die Engine fragen von außen, weil die Engine ist quasi mein zentraler Ort, der den Zustand verwaltet. Ich will die Engine fragen können und sagen, mache ich es am besten, sagen wir, ich brauche den Zustand vom Spielfeld eigentlich. Ja? Deswegen tue ich hier Import Spielfeld hinein und ich will als Rückgabewert haben Zustand und meine Methode soll sein Zustand für Spielfeld at Index. Dieses @Index siehst du recht oft, das heißt im Prinzip bei einem bestimmten Zähler. Ein Index ist in C eigentlich immer von 0 bis irgendwas. Wenn ich sage Index 3, dann ist das vierte Feld von einer Reihe. Und da wir gesagt haben, wir haben unsere Spielfelder durchnummeriert und quasi wir stellen uns im mental vor, die sind quasi alle nebeneinander, dann kann ich auf diese Art und Weise durchgehen von Index 0 bis Index 8. Und er sagt mir den Zustand von dem Feld. Ja? Und der Index, da nehme ich int, ja? Und nenne den Parameter auch einfach Index. Und diese Methode schreibe ich jetzt. Und zwar das erste ist, finde Spielfeld mit diesem Index. Und zwar ist das ein Spielfeld. Ich nenne es einfach Spielfeld. Und zwar ist das aus dem Spielfeld Array das Object at Index Index. Das ist dieses Array, wo wir unsere Spielfelder haben. Und ich will das Objekt an diesem Index, den ich da übergeben habe. Und dann bekomme ich das 0. erste, zweite, dritte Spielfeld. Und dann von dem will ich den Zustand retournieren. Spielfeld Zustand. Warum kann ich das nicht? Spielfeld. Ich habe einen Zustand. Dann ist das die Auto-Completion, weil der hat einen Zustand, ganz definitiv. Property Zustand und Found in Tab. Warum ist Spielfeld ein Array? Was ist Spielfeld falsch? Vielleicht geschrieben. Spielfield habe ich geschrieben. Spielfeld. Also, dann machen wir es anders, damit ich mich nicht selber irritiere, nenne ich es nicht Spielfeld, sondern ich verwende hier Refactor, Rename, mache aus dem Spielfeld ein Spielbrett. Da ändert mir dann das überall, was vorkommt. Da habe ich jetzt auch hier Spielbrett ist Temp-Array und jetzt kann ich Spielfeld ist von dem Spielbrett das Object at Index und Spielfeldzustand gebe ich zurück. Und ich tue das hier auch wieder gruppieren. Pragma mark Spielfeld Interaktion. Weil das zweite, was ich nämlich auch brauche, ist, ich will eigentlich den Setze Zustand für Spielfeldindex vorher. Ich meine, ich glaube, man kann Ü auch verwenden, aber ganz sicher bin ich mir nicht. Das heißt, es ist im Prinzip fast das Gleiche, dass ich mir auch wieder das entsprechende Spielfeld hole für diesen Index. Ja. Nur statt dass ich es jetzt return, sage ich Spielfeldzustand ist gleich Ersetze, den muss ich halt natürlich auch übergeben, Zustand, das heißt, ich führe hier ein, einen Parameter und das ist der Zustand, ja, und das, so schaut das aus, wenn ich in Objective-C zwei Parameter habe, ja, ich sage quasi, der erste Teil ist dann
benennt man meistens, was es tut. Ja? Es setzt und dann vor den Doppelpunkten macht man immer den Namen des, also quasi eine Art Beschreibung des Parameters, ja? Setze Zustand, dann den Typ von diesem Parameter und dann den internen Namen. Mhm. Quasi, das ist quasi der externe Name, das ist der interne Name. Und dann geht es irgendwie weiter für Spielfeld, add index, aha, das was hier kommt ist ein Index und Index ist wieder das intern Verwendbare. Ja? Und ich kopiere mir das, weil ich muss ja natürlich den Zustand übergeben, weil sonst, sonst weiß er nicht, worauf ich ihn setzen will. Ja? Da kriege ich den Zustand zurück aufgrund der Frage und hier gebe ich den Zustand und den Index und er stellt sicher, dass in seiner internen Repräsentation von dem Spielfeld das richtige Feld aktualisiert wird. Nämlich das, was hier das Object-Add-Index ist. Somit, das ist jetzt quasi Datenmodell. Ich kann Felder setzen und abfragen, welchen Zustand sie haben. Und dieses Abfragen vom Zustand, das werde ich brauchen im Spielview-Controller. Ja? Das heißt, ich mache so, dass der Spielview-Controller, mache ich mir auch eine Sektion, Pragma Mark Spielbrett aktualisieren. Ich nenne die Methode zum Beispiel einfach aktualisiere Spielbrett. Und die wird so ähnlich gehen, dass ich eine Vorschleife habe vor int i gleich 0, i kleiner 9, i++. Ja, zur Erinnerung, also man schreibt ein C meistens so mit kleiner, dass die Leute tippen gerne wenig, ist ein Zeichen, was ich mir spare. Also wenn ich sage kleiner gleich 8, ja, sagen 9, was sind 9 Werte ja. Von 0 bis 8. Und dieses i kleiner, das macht er ja immer, bevor er in die Schleife geht. Das heißt, wenn i 8 ist, prüft er 8, kleiner 9, ja, und dann kommt er hier nein und dann ist es 9. Und 9 ist nicht kleiner 9, deswegen kommt die hier nicht rein und geht stattdessen weiter. Ja? So. Da ist jetzt die Frage mit dieser Outlet Collection. Das erste, was ich nämlich brauche, ist hole sortierte Liste der Felder. Weil es ist so, ich kriege zwar ein Array auch, dieser EB Outlet Connection macht mir ein NS-Array von den Spielfelder Image Views, aber ich weiß nicht, in welcher Reihenfolge die sind. Deswegen mache ich folgendes, dass ich sage, ich mache mir ein NS-Array, sortierte Felder, und das ist, wie habe ich es genannt, Spielfelder Image Views. Spielfelder Image Views sorted Array using Descriptor und der Descriptor ist ein NSArray Array with Object Sort, nenne ich es. Das muss ich noch machen, dieses Sort, weil da gibt es einen NSSort Descriptor, nenne ich Sort, und das ist ein NSSort Descriptor. Und jetzt mache ich eine andere Schreibweise, weil AllocInit ist nicht die einzige Art und Weise, wie man ein Objekt erzeugen kann. Es gibt auch eine Kurzschreibweise für viele Fälle. Die ist nämlich in dem Fall Sort Description with Key Ascending. Ja? Da spare ich mir AllocInit, sondern ich sage gleich, was ich will. Ich will einen Sort Descriptor für den Key Tag und es soll Ascending sein. Yes. Das ist ein Sort-Descriptor ist, der beschreibt eine Sortierung. Und ich sage mehr oder weniger, er soll mir diese Felder sortieren aufgrund des Schlüssels Tag. Du erinnerst dich, in Tag habe ich im Interface-Bilder reingegeben, 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter. Und anhand von dem, ascending yes, also aufsteigend, ich könnte auch absteigend sortieren, aber ich will es natürlich von 1 bis 9 haben, soll das sortieren und dann habe ich das Ergebnis von dieser Sortierung in sortierte Felder. Sortierte Felder. Jetzt habe ich auf der einen Seite die Möglichkeit,
meine Engine zu fragen, was der Zustand sein soll. Natürlich, damit ich auf Engine zugreifen kann, brauche ich den entsprechenden Header auch noch. Und auf der anderen Seite habe ich Zugriff zu meinen Spielfeldern. Naja, dann ist das Einzige, was ich jetzt nur mehr tun muss, dass ich sage, ich kriege den Zustand. Wobei, ich mache mir hier noch einen Pointer, damit es ein bisschen einfacher ist. Engine ist gleich, ich rufe jetzt die Klassenmethode Engine Shared Engine auf, damit ich einen Pointer auf diese eine Instanz kriege. Und dann kann ich sagen, temporär mache ich mir hier eine neue Variable Zustand. Und zwar ist die von der Engine, kleine Engine. Zustand für Spielfelder Index i. Dann habe ich mal den Zustand und jetzt abhängig davon, welcher Zustand es ist, muss ich verschiedene Sachen machen. Jetzt gibt es etwas Neues, das habe ich dir noch nicht erzählt, das ist so ähnlich wie if, nur if hat eigentlich nur zwei Zustände, hat einen Wahrzustand und einen Falschzustand. Jetzt gibt es auch noch die Variante wie hier, dass ich drei habe. Ich kann nämlich leer, 0 oder x haben. Und für diesen Fall gibt es das sogenannte Switch-Statement. Ich kann sagen Switch. Switch heißt umschalten quasi. Und je nachdem, was Zustand ist, wenn Zustand leer ist, kann ich was anderes machen, als wenn der Zustand zum Beispiel der oder der ist. Den brauche ich dann nicht. Zustand X habe ich gelernt. Zustand O. Zustand X. Und Break habe ich dir auch schon einmal erklärt. Break ist quasi. Er springt raus. Weil es ist nämlich so, wenn ich hier kein Break hätte und der Zustand ist leer, dann würde er gleich hier hin. Gar nicht kommen. Nein, er würde auch dorthin reingehen. Das will ich aber nicht. Ich will nur, dass er die Befehle macht, die hier jetzt noch kommen und dann hier soll er aufhören. Das heißt, Break heißt, er soll ans Ende gehen. Okay. Wenn ich das nicht hätte, Anfänger vergessen das oft, ja, dann würde er zwar in den Zustand leer reingehen, würde das Bild ändern, nur dann würde er automatisch nachher hier reinfallen, auch wenn der Zustand nicht Zustand O ist. Hat sich irgendwer gedacht, dass das gescheit ist, der Switch erfunden hat. Und deswegen muss man hier eigentlich bei jedem Case, also Fall dieser, ein Break machen. Und jetzt brauche ich nur mehr eigentlich dem entsprechenden sortierte Felder. Also ich hole mir noch die Image View. Und zwar ist das die UI Image View Feld Image View. Die ist von den sortierten Feldern auch das Objected Index I. Damit habe ich auf der einen Seite den Zustand aus der Engine für ein bestimmtes Spielfeld, auf der zweiten habe ich einen Pointer auf genau diese eine Image View, die dieses Feld auch repräsentiert. Und jetzt kann ich hier sagen, Feld Image View Image ist gleich UI Image, Image named und der Name war für leer PNG, für O ein anderes, nämlich O und für X X. Da vielleicht doch. Ja, ich tue es gern rein. Ich glaube, irgendwo gelesen zu haben, dass man das .png auch nicht mehr braucht. Sondern da würdest du nur schreiben leer oder x. Aber so, mir gefällt es so irgendwie besser, dass man sieht, aha, das ist ein .png, was er da aufmacht. Und diese Methode, schauen wir nochmal nach. Wann haben wir gesagt, Spielfeld wollen wir aktualisieren, gleich nach der nachdem es angezeigt wird und immer, wenn einer gezogen ist. Ja? Ich mache jetzt noch
dieses aktualisiere Spielfeld durch in den Header, weil damit kann ich es auch darüber aufrufen, weil eine Spezialität vom C ist, dass ich Methoden und Funktionen nur aufrufen kann, wenn sie darüber definiert worden sind. Und das darüber, alles was im Header ist, zählt als darüber, weil ich hier dieses Import Engine H habe. Du erinnerst dich, ich habe gesagt, das ist so, als ob das, was im Header steht, da drinnen wäre. Damit ist es darüber. Und ich kann es jetzt hier in allen diesen Funktionen auch aufrufen. Ja? Und eine Möglichkeit oder eine Funktion, die View-Controller haben, ist die Funktion ViewWillAppear. Die wird immer aufgerufen automatisch, wenn die View von diesem View-Controller kurz davor ist, sichtbar zu werden. WillAppear wird erscheinen. Genauso gibt es dann eine ViewDidAppear, die wird aufgerufen, sobald sie wirklich da ist. Warum gibt es einen Unterschied? Es könnte ja sein, dass diese View irgendwie reinfährt, rein animiert wird. Ja? Das heißt, WillAppear ist, bevor irgendwas sichtbar ist von dieser View. DidAppear ist, sobald alles sichtbar ist. Und dann manchmal will man da unterschiedliche Sachen machen. Und was man immer tun sollte, ist, man sollte das ViewWillAppearAnimated von der Superklasse aufrufen. Du siehst es auch hier, da ist ein SuperViewDidLoad, hier ist ein SuperInit, da ist ein SuperViewWillAppear, ein SuperDidMemoryRunning. Das heißt im Endeffekt, wenn ich ein Objekt von einem anderen ableite, erbt alles, was das hat. Wenn ich jetzt aber eine Methode schreibe mit dem gleichen Namen und dem gleichen Parameter, die drüber auch hat, dann würde ich die ja überschreiben. Beziehungsweise man sagt dazu, man überschreibt sie. Ja? Ich will aber vielleicht trotzdem, dass die Methode vom Vorfahren auch kurz aufgerufen wird. Und das macht man eben so, dass man super verwendet. Super ist auch ein Pointer, mehr oder weniger. View will appear, damit macht der sein will appear und danach können wir, also ich schreibe es hier, super Klasse darf ihr view will appear ausführen. Ja? Und jetzt ich. Und was ich hier mache, ist self. Ich selbst habe das, wie habe ich es genannt, aktualisiere Spielbrett. Ja? Also kurz bevor diese View das erste Mal angezeigt wird, wird das Spielfeld auf den korrekten Stand gebracht. Ja? Mir fällt gerade noch was ein, weil wir da schon im Schleifen durchgehend sind, was uns wahrscheinlich auch später noch, was wir später auch noch brauchen werden, weil was ist, wenn man eine neue Partie macht, dann müssen ja alle Spielfelder wieder leer sein. Das heißt, wir machen hier eine Funktion Reset. Wir machen es einfach Reset. Ja? Quasi setzt alles auf zurück. Und die ist auch denkbar einfach. Ich gehe wieder ein vor. Ist es vor? So ein ähnliches. Von 0 bis 9. Oh, beziehungsweise ich zeige dir was anderes. Haha. Es gibt eine zweite Art von For, die man mit Objekten verwenden kann oder mit Arrays. Das nennt sich Fast Enumeration. Fast Enumeration. Und es klingt komplizierter als es ist. Du kannst nämlich Folgendes machen. For, du definierst dir eine Variable, zum Beispiel, ich nenne es dann immer One. Ja? Ein Spielfeld. Ja? Du sagst quasi, was ist das eine Ding für das, was mehrfach gemacht werden soll. Und dann sagst du in, das ist jetzt neu, und worin in Spielbrett. Und damit geht der alle Felder durch, von 0 bis ganz oben, in der richtigen Reihenfolge. Und in diesen geschwungenen Klammern ist der Reihe nach der Pointer ein Spielfeld, zeigt erst aufs erste, dann aufs zweite, dann aufs dritte und so weiter. Und dann kann ich sagen, ein Spielfeld Zustand ist gleich Zustand leer.
Ganz einfach. Mhm. Und man kann es auch irgendwie Englisch lesen. Man kann sagen, für ein Spielfeld im Spielbrett setze ich den Zustand auf Zustand leer. Das ist, wenn man das liest, kann man das schon fast verstehen, was das macht. Ja? Und ich brauche es am Anfang nicht, ja, aber ich tue es trotzdem, dass ich sage, weil es könnte ja auch sein, dass das Will Appear von der zweiten oder dritten Partie ist. Deswegen tue ich hier Engine, Shared Engine, Reset aufrufen. Und damit ist es jedes Mal, wenn ich auf diesen Ding gehe, ganz am Anfang auf Zustand fertig. Auf Zustand Start. Das sollte jetzt schon einen Effekt haben, wenn ich darauf gehe. Weil wir haben ja, nochmal kurz zum Zeigen, ja, imposante Demonstration. Hier haben wir, wir haben hier lauter, tun wir mal da, um zum Sehen, ob es funktioniert, ein paar ändern auf was anderes. Sagen wir, wir machen da irgendein O rein. Ja. Das heißt, wenn ich nicht setzen würde, wäre hier das 000 drin so, ja. Mhm. Aber, ich rufe es auf und es stürzt ab. Index 1 out of bounds. Warum? Ich glaub, muss ich da kurz einen Exception Breakpoint machen. Da habe ich jetzt irgendwas übersehen. Und zwar hier sortierte Felder. Warum? View will appear gehen. Es sollte eigentlich Spielfelder. Sortierte Felder. Da ist nur eines drin. Gut. Ich weiß nicht, wie diese Outlet Collection geht. Das ist jetzt fehlgeschlagen. Ich mache es anders. Statt dass ich es über eine Property mache, wo ich irgendwo ein Synthesize habe, mache ich stattdessen so, dass, da brauche ich das alles auch nicht. Ich kann von einer View, eine Subview mit einem bestimmten Tag mir besorgen. Und zwar geht das so, dass ich sage, self, in dem Fall, weil ich ein Spielview-Controller bin, heißt das, ich selbst hat eine Property View. Das ist die View, die dieser View-Controller kontrolliert. Und den kann ich bitten um die View with Tag. Und der Tag, wir haben gesagt, unsere Tags fangen bei 1 an, damit wir nicht eine Konfusion haben mit anderen Nullern. Das heißt, das i plus 1 gibt uns das richtige Spielfeld. Und damit er sich hier nicht aufregt, muss ich ihm noch den Typ ändern, weil das View with Tag gibt einfach nur ein UI View zurück. Aber ich sage ihm, na, passt schon. Diese, wenn ich View with Tag anschaue, siehst du hier, gibt es eine UI View Pointer zurück. Ja. Ich möchte aber, dass er das behandelt als UI Image View. Ich weiß, dass es eine UI Image View ist und deswegen tue ich hier in Klammern das davor, das ist ein sogenannter Typecast. Ja. Er macht das. Er glaubt erst, es ist nur eine UI View. Ich sage aber, nein, ich weiß, es ist eine UI Image View. Deswegen brauchst du mich nicht warnen, sondern Feld Image View passt schon, ist eine Image View. Damit die dann diese Property Image hat. So. Was jetzt geht. Warum ist da jetzt ein Breakpoint? Habe ich hier irgendwas anderes? Ah, ich habe noch die. Das ist wieder das alte, wenn ich das erste Mal aufrufe, wenn man diese Meldung bekommt, not key value coding compliant for the key Spielfelder Image Views. Das ist das, was wir vorhin aus dem Code rausgelöscht haben. Ich habe es aber nicht rausgelöscht aus dem XIP. Da ist immer noch Files Owner. Ich tue wieder das rechte Panel hier anzeigen und die Outlets. Das sollte ich jetzt eigentlich was sehen.
Genau zu sein. Oder ist das da? Wo ist das jetzt? Achso, ich bin beim Falschen. Im Spiel View Controller. Da gehört's. Da hat der Files ohne diese Spiel-Image-User und es ist auch wieder hier das Rufzeichen. Ja, da will er was. Does not have an Outlet Collection named. Okay, weg damit. Haben wir nicht mehr braucht. Und jetzt hoffentlich. Tada! Funktioniert's. Ich meine, wir können es jetzt noch testen mit einem anderen, weil das nett ist, dass das funktioniert. Sagen wir zum Beispiel, dass ein Reset so macht, dass alles Xen sind. Ja. Weil wir Reset ja aufrufen beim Anzeigen, müsste jetzt. Ach, sind alles Xen. Funktioniert. Ich würde es ändern, oder? Wieder ändern. Ja, das war jetzt nur zum Testen. Man kann ja kurz was ausprobieren für einen Test, wenn man es dann wieder zurück rückgängig macht. So, das heißt, ich habe jetzt das Spielfeld malen, habe ich erledigt. Er kann zu jedem Zeitpunkt das Spielfeld so aktualisieren, dass es visuell auch so repräsentiert ist. Ja? Die nächste Frage ist jetzt, wo hebe ich mir die Information auf, welcher Spieler gerade dran ist. Ja? Da könnte ich jetzt argumentieren, auf der einen Seite, naja, die Engine, die soll das wissen, wer dran ist. Ja? Aber eigentlich genauso gut ist, wenn ich die Information habe, ist Spieler 1 oder Spieler 2 dran im View-Controller vom Spielfeld. Das ist eigentlich Geschmackssache. Ja? Ich würde jetzt instinktiv eher zum Zweiteren tendieren. Ja? Dass die Engine zwar das Spielbrett selbst verwaltet, aber die Information, welcher Spieler gerade dran ist, eher im View-Controller machen. Ja? Auf der anderen Seite, jetzt haben wir schon eine extra Klasse, also vielleicht machen wir es so. Ich mache es in die Engine rein, ja, weil wir haben ja vorhin gesagt, vielleicht tauschen wir das mal aus und machen es bei iPad. Und wenn ich es an einem zentralen Ort habe, ist das vielleicht eine Spur gescheiter. Es hat beides Vor- und Nachteile, aber ich mache es jetzt da rein, dass das hier beisammen ist. Ja. Und zwar mache mir eine Zahl, in der drinnen steht entweder 1 für Spieler 1 oder 2 für Spieler 2. Jetzt aber noch ein Spezialfall, wir haben bisher immer verwendet Int. Es gibt aber in Objective-C eine andere Ganzzahl, die man lieber verwendet, nämlich NS Integer. Und wenn man die verwendet, das hat einen Vorteil, wenn ich die nämlich mir anschaue, ich habe jetzt Command geklickt drauf und dann sieht man hier auf sehr komplizierte Art und Weise, wenn man auf einem 64-Bit-Betriebssystem ist, dann ist ein NS Integer ein Long, else ist NS Integer ein Int. Beziehungsweise es gibt dann noch das zweite NSU Integer für unsigned. Also hat keine NS Int kann ja negativ sein, da kann ich minus 3 auch haben, aber wenn ich sage, es soll was nicht negativ sein können und Spieler 1, Spieler 2 braucht nicht negativ sein. Deswegen könnte man genauso gut den NSU-Integer nehmen. Aber was das macht, ist, wenn ich NS-Integer und NSU-Integer verwende, bin ich plattformunabhängig. Ich kann denselben Code auch auf Mac machen. Das wäre jetzt eigentlich auch noch ein Argument dafür, dass wir welcher Spieler dran ist, in Engine reingeben, weil Engine hat überhaupt nichts zu tun mit was dargestellt wird. Ich könnte das exakt gleiche Engine auch in einer Mac-App verwenden. Und dann habe ich mir das urausgefeilt, das Engine, und tausche nur das UI aus, also die visuelle Gestaltung, und kann das quasi gleiche Spiel auf Mac und auf iOS verkaufen. Ist auch ein Argument, warum man quasi so diese Trennung, Model View Controller. Ja. Das heißt, ich verwende hier jetzt ein NSU Integer, ist aber wie gesagt eigentlich das gleiche wie ein Int, beziehungsweise das gleiche wie ein unsigned Int. Ja. Aktueller Spieler. Und
Dann mache ich es noch so, wenn ich ein Reset mache, dann sage ich, dass der aktuelle Spieler 1 ist. Hier rufe ich direkt auf oder setze direkt die Instanzvariable. Ja, du siehst, ich habe keinen Self-Punkt, sondern ich schreibe einfach, aktueller Spieler ist neuer Wert. Und das geht, weil aktueller Spieler quasi einfach wie eine normale Variablendefinition definiert ist. Und wenn das hier in diesen geschwungenen Klammern nach dem Interface ist, nennt man das sogenannte Instanzvariable. Ja, ich kann das da tue ich es rein. Instanzvariablen. Ja. Die sind für jede Instanz gültig und da brauche ich nichts davor schreiben, sondern ich schreibe sie einfach. Und der Compiler weiß, ah, das ist genau der gemeint. Ja? Und wie gesagt, ich setze den aktuellen Spieler auf 1. Was ich dann natürlich noch brauche, ist, ich muss irgendwie den aktuellen Spieler ändern können. Sagen, jetzt kommt der andere Spieler dran. Also sage ich zum Beispiel, habe ich eine Methode switch oder wechsle Spieler. Und das ist denkbar einfach. Wechsle Spieler sagt if aktueller Spieler gleich 1. Ja, 2 ist gleich, zur Erinnerung, ja. Ist ein Vergleich und keine Zuweisung. Ja, dann kann ich sagen, aktueller Spieler wird 2 sozusagen. Ansonsten wird der aktuelle Spieler wieder 1. Und somit geht das immer hin und her. Und jetzt wäre es auch noch gut, wenn ich den aktuellen Spieler abfragen könnte. Also sage ich mal, NSU Integer aktueller Spieler. Man beachte, es heißt die Methode genau gleich wie die Instance Variable. Das ist aber kein Problem. Ja? Weil Instance Variablen kann ich von außen nicht aufrufen, sondern nur Methoden. Und somit weiß der C-Compiler, das ist was anderes. Ja? Und ich mache einfach nur so, dass der aktuelle Spieler returnt den Wert von aktueller Spieler. Damit kann ich von außen, wenn ich einen Pointer auf Engine habe, kann ich sagen, wechsle Spieler, dann geht er auf den anderen und dann kann ich sagen, okay, wer ist jetzt aktueller Spieler und dann gibt er mir den aktuellen Wert zurück. Was man hier auch macht, also ich hätte noch die Möglichkeit gehabt, eine Property zu definieren. Über eine Property hätte ich aktueller Spieler von außen direkt setzen können. Das will ich aber nicht, weil ein Grund, warum man jetzt die Sachen, den Code für unser Spiel jetzt in einem Ort verkapselt, nennt man das, ist, damit ich ausschließen kann, dass irgendwas von außen darin herumfummelt. Sondern ich definiere genau, das sind die Dinge, die ich nach öffentlich zur Verfügung stelle und alle anderen Sachen gehen euch nichts an. Ja? Beziehungsweise, was man sogar noch machen kann, ich habe dir jetzt bisher gesagt, die Instanzvariablen macht man geschwungene Klammern nach dem Interface. Jetzt ist es aber so, wenn jemand sich den Header anschaut, dann sieht er hier eigentlich interne Geschichten, die ihn ja eigentlich nichts angehen. Ja? Und deswegen tue ich das hier wieder weg und tue es stattdessen hinter Implementation. Ja? Das heißt, wenn jemand sich den Header anschaut, sieht er nur diese Sachen. Aha, Shared Engine, blablabla. Aber er weiß nicht, dass es intern genau dieses R gibt mit den Spielfeldern und so. Und das ist eine Spur sauberer. Also du willst eigentlich Header so machen, dass sie nur das absolut Nötigste enthalten, was jemand extern wissen muss, um umzugehen mit diesem Objekt. Aber du willst da nichts drinnen haben, was irgendwie Implementierung interne ist, wo eh nie jemand drauf zugreifen soll. Ja? So, damit habe ich jetzt, zwischendurch mache ich immer wieder Bild, weil das speichert alles und ich sehe auch, ob ich noch irgendwo einen Syntaxfehler habe. Gut, zurück zum Spielfeld, View Controller.
Ich kann jetzt auch noch, da ich tue ja immer, nein, Spieler wechseln ist eigentlich separat vom Anzeigen. Ja. Das heißt, ich mache hier eine eigene Methode, aktu wechsle Spieler. Das ist jetzt ein anderes wechsle Spieler als das im Engine, weil dieses gehört jetzt dem Spielview-Controller. Und was tut es in dem Fall? Naja, es holt sich von Engine die Shared Engine und sagt dem wechsle Spieler und dann if. Und damit ich das nicht immer schreiben muss, kann man sich das dann auch wieder raus tun in eine temporäre Variable. Engine ist gleich diese. Und dann kann ich einfach schreiben Engine Wechselspieler mit kleinem e. Und jetzt kann ich sagen if Engine, das ist immer groß, Engine aktueller Spieler gleich 1. Habe ich hier schon, habe ich ein Label, das ist das, was oben ist. Da kann ich dann sagen, wenn der aktuelle Spieler 1 ist, dann ist LabelText gleich Spieler 1 zieht. Ansonsten, ich kann deswegen ein else machen, weil es nur den Fall gibt, es ist 1 oder es ist nicht 1, sprich 2. Hätte ich mehr verschiedene Varianten, müsste ich wieder einen Switch nehmen. So, Spieler 2 zieht. So, weil das Problem ist hier, ich muss jetzt auch noch den Fall ausschalten, dass zwar alle gleich sind, aber alle leer sind. Weil dann würde auch sofort der gewinnen, wenn irgendwo drei leere Spalten sind. Deswegen tue ich hier jetzt immer noch dazu, es muss Feld 1 darf nicht 0 sein. Ja? Feld 1 darf nicht 0 sein und Feld 1 muss gleich Feld 2 sein und Feld 1 muss gleich Feld 3 sein. Weil da kann ich dann auch das wieder verwenden. Ja? 1 ist 2 und 2 ist 3. Ja? Und noch einmal, Feld 4 darf nicht 0 sein, Feld 4 ist 5 und Feld 5 ist 6. Wie gesagt, da könnte man wahrscheinlich mit ein bisschen Nachdenken auch einen Algorithmus entwickeln, der das hier ein bisschen intelligenter durchsucht. Aber was du halt auch merkst, ist jetzt, nachdem wir die erste App hier machen, dass man schon sich da lang mental konzentrieren muss auf da, okay, was ist der nächste Schritt, was ist der nächste Schritt? Und dann eventuell muss man gelegentlich auch einfach eine Pause machen und sagen, okay, mein Hirn kann jetzt nicht, ich schaue es mir morgen weiter an. Mhm. Aber es ist nicht so, dass man selbst ein einfaches Programm wie Tic-Tac-Toe, wenn man dazwischen oft ansteht, kann dann recht lang dauern. Ja? Natürlich würde ich es nicht erklären, hätte das Ganze vielleicht in einer Stunde fertig. So, Spieler 2, Spieler 1, Spieler 2, Spieler 1. Ha! Funktioniert. Jetzt braucht man nur mal, dass der Spieler 2 gewinnt, wenn der gewinnt. Dass wir das da umändern und. Ja, wir testen es. Es braucht ja nichts umändern. Achso, wenn jetzt der Spieler 2 gewinnt, steht hier immer noch Spieler 1. Und dann auch noch, dass man zurück zum Hauptmenü kommt. Mhm. Ja. Somit im Ende verwende ich wieder den gleichen Trick wie beim Spielview-Controller. View will appear. Ich rufe auf Super View will appear, weil das hat man ja gesagt, dass man das machen soll. Und abhängig vom Spielstatus, wenn der ist Spieltatus Spieler 1 gewinnt, dann soll Labeltext sein
Spieler 1 gewinnt. Und sonst soll sein der Label Text Spieler 2. Jetzt fällt mir gerade was ein. Spieler 2 gewinnt. Aber es kann auch noch genauso gut sein, dass keiner gewinnt. Deswegen mache ich hier davor noch ein If. Spielstatus ist gleich Spielstatus. Spielwert folgt kein Gewinner. Dann sagen wir unentschieden. Und um zu verhindern, dass ich dann noch in das If reinkomme, mache ich hier ein Return. Mhm. Wobei, das wäre natürlich blöd, weil dann kommt er nie, ich will nur in dem Fall ein Return machen. Wenn es unentschieden ist, verhindere ich hier, dass er hier weitergeht, indem ich aus dieser Methode herausspringe. Und wenn es nicht unentschieden war, dann abhängig von dem Text kann ich das setzen. Testen wir das. Ups, tschung, 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 tschung. Unentschieden. Cool. Sollte man es vielleicht nicht anders nennen, damit es nicht so komisch ausschaut? Ja, du kannst entweder umbenennen oder man kann. Was hättest du denn gern? Kein Spieler gewinnt, niemand gewinnt, es gibt keinen Gewinner. Niemand gewinnt. Das glauben wir, dass das funktioniert. Jetzt geht es noch zum Menü gehen. Ja. Ja. Wiederum, ich brauche den App-Delegate. Damit ich hier den App-Delegate ist gleich von Your Application. Shared Application Delegate und der App Delegate gehe zu Startschirm. So, und damit müsste unsere App fertig sein. Neues Spiel, zack, zack, zack. Lassen wir mal den Spieler 1 gewinnen. Ja. Spiel 1 gewinnt? Spiel 1, okay, das ist falsch. Und das macht auch nichts. Warum macht das nichts? Weil wir das noch nicht implementiert haben. Der App-Delegate geht zur Startbildschirm, macht auch noch nichts. Ja? Ah, das heißt, ich mache hier self window root view controller ist gleich self startvc und wir bessern den Bug aus, Spieler 1 gewinnt. Und wir machen bei beiden ein Rufzeichen. Niemand gewinnt, auch vielleicht. So. Zack, 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 zack. Niemand gewinnt. Zurück zum Menü. Neues Spiel. Alles wieder leer. Zack. Da ist noch ein Bug. Wenn ich rechts unten drücke, gewinnt niemand. Das darf nicht sein. Da ist die Diagonale oder eine von den beiden Dingen kaputt. Jetzt müssen wir uns das anschauen, was da passiert. Das heißt, ich mache mir einen Breakpoint. Kann ich dann auch auf dem Handy drücken? Ich muss den Fehler erst noch finden. So, das war's nicht, 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 das war's nicht. Er kommt bei keinem rein. Ah, ja, ich muss natürlich, wenn ich ein Reset mache, muss ich auch den Spielzustand wieder auf Null setzen. Auf Spielstatus ist gleich, Spielstatus läuft. Gott, wenn das schon so lang ist, will ich gerne wissen, wie lange man das Schach braucht. Ja, das ist... Schach ist nämlich wirklich, da hat man so viele Möglichkeiten. Das ist ja wirklich extrem aufwendig. Ja, ich meine, extrem aufwendig, das ist jetzt auch nicht so viel. Ja, das ist da. Ja, eh nicht, ja, ja. Und man würde das intelligenter noch machen. Ich habe es jetzt auf sehr, sehr banal gemacht.
man könnte das sicher noch eleganter und kürzer machen. Ja. So. Ich teste jetzt, ob das den Fehler behoben hat. Spiel 1 gewinnt. Spiel 1 gewinnt schon wieder. Ja, du hast, das war ja, ich glaube, das war die Diagonale, ja. Schau, jetzt ist wieder eine Diagonale, wenn du da drauf spielst. Genau. Gut, dann machen wir einen Test. Das müsste, wenn du mit dem USB-Kabel reichst und dein Handy entsperrst. Kleinigkeit machen wir noch. Wir haben kein schönes Icon. Wir werden kurz hier noch hergehen. Wo haben wir denn das TikTok Julia Logo? Dann dieses Logo nehmen und Just Size machen wir draus. Wie groß waren die nochmal? 57 mal 57. Nein, das war's nicht. So 80-80, oder? Nein, ich will, ein App-Icon ist 57 mal 57. 57 mal 57, dann tust du das ein bisschen zusammenstochen. Oder ich habe eine bessere Idee. Mach mir noch schnell ein App-Icon. Irgendwie mit einem. Oh, ist denn der Stift da, oder? Da. Besser, übrigens ist nicht gescheit, Text auf App-Icons zu machen. Also besser zum Beispiel ein XO irgendwie, so vielleicht, dass du zwei Felder horizontal, vertikal hast, dass die schön groß sind, oder du machst 9 oder nur XO. Kannst du auch nicht freilassen. Achso, nein, ich will einen. Wie du willst. Dass jemand gewinnt oder ist niemand gewinnt? Niemand gewinnt. Dann machen wir hier dann. Jetzt hat niemand X gewonnen. Ah Gott. Wurscht, wurscht, egal. Warte mal. Muss es nochmal neu machen? Du gewinnst sogar gegen dich selbst. So, jetzt lasse ich hier einfach ein paar frei. So, Foto. Lass ausreichend Abstand, weil du brauchst so 10 cm oder so mindestens, weil das sonst unscharf macht. Und wir können es, nein, zumindest so oder so. Weil ich kann es, ich muss es eh verkleinern. So. Ich kroppe es. Dieses Mal, mir gefällt eigentlich dieses leicht Graue. Also ich werde es nur ein bisschen heller machen, aber nicht so drastisch. Kurze Frage. Findest du die Icons ein wenig zu klein schon, oder? Naja, die haben die Mindestgröße. Die da oben finde ich... Was, das sind... Kann man da die ganzen drücken? Naja, okay, das geht schon. Das ist ja gerade so groß wie ein Finger. So, und dann exportieren wir das als Icon PNG im PNG-Format. Und dieses Icon gehen wir auch in die Bilder. Oh nein, gehen wir nicht in die Bilder, sondern gehen wir
ins Projekt als Ganzes, so. Und dann, wenn man das anklickt, kann man das Icon hier hineinziehen, App-Icon. 57 mal 57, okay, ich muss die Größe noch anpassen. Ah, das ist nämlich zu groß. Just Size soll sein 57 mal 57, okay. Und Export nach Desktop im PNG-Format, Icon, Save, Replace. So, jetzt brauche ich Hilfe. Das war das Falsche. Sondern stattdessen brauche ich dieses. Place. So, jetzt haben wir ein Icon aufgesetzt. Gut, das ist angesteckt. Ja, Moment. Ich müsste hier das iPhone 3GS auswählen. Wenn ich jetzt sage ran, tue das drauf. Und warum ist da ein Breakpoint? Stützt was ab? Kunde und Instantiate Layout. Ah ja. Ich muss noch eine kleine Änderung machen. Es ist so, dass der ein SDK verwendet, was auf deinem Gerät nicht läuft. Ich muss 6.0. Ich muss schauen, ob ich das aktualisieren kann auf 5.0. 5.1. Base SDK soll sein. Ich habe eine Xcode-Version, die das nicht kann. Open Recent. Ich habe nur den Simulator. Vielleicht kann ich die Layout-Constraints wegtun. Constraints. Das ist gut. We finally discovered the secret in an anonymous mode in FaceTime. Ich kann leider nicht damit dienen, weil ich habe das jetzt. Wir müssten das auf deinem Xcode mal öffnen und das umbauen. Aber wir können es jetzt mal auf meinem ausprobieren, weil ich habe iOS 6 da drauf. So, eine Sekunde. Boah, das ist viel Apps. Was macht er da noch? Jetzt ist grün. Dann. Starten tut das eigentlich hier von selbst. Ah. So, und jetzt spielen wir das mal. Ich spiele Spiel 1, sehr gut. Nani! Nein! Was ist da jetzt passiert? Nichts, ja. Moment. Alles denken. Ja, nicht denken. Der Schmäh ist ja, dass du nicht denkst. Schneller! Könnte man zum Beispiel einbauen einen Timer, dass der andere nur 3 Sekunden Zeit hat.
Hey, warum beginnst du wieder? Erst haben wir Handy nicht. Das war taktisch genial. Das klingt klar, oder? Nein. Jetzt vor Gaming Kids. Das ist eine Doppelfalle. Was? Na, da haben wir offenbar einen Fehler. In der ersten Spalte. Die erste Spalte war jetzt eigentlich voll mit dir. Warum? Wenn jemand da hat, Feld 1 ist O, Feld 2 ist X. Die Zeilen sind es nicht. Naja, das ist aber hier. Kurze Frage. Das ist aber schon, das Logo ist schon klein. Welches Logo? Das von Boris McFerrin. Ja, wieso? Ist das wichtig? Ja, eigentlich schon. Stört das schon. Warum ist der. Was ist jetzt der Zustand? Statt es läuft. Und das ist halt dann das, das nennt man Debuggen. Dass ich hier. Breakpoint. Ich versuche, ich muss auf den Status kommen. An und für sich die 1, das wird der Fehler sein. Es ist nämlich 1 muss 4 sein und 4 muss 7 sein. 7, 8, 9. Ja, das war's. Wir haben uns beim Spielanfang überlegt, in welchen Zuständen kann es sein. Wir haben dann diese Zustände im Prinzip in Code gegossen, dass wir eben diese Entscheidung,
Das heißt, das ist im Prinzip eine Ansammlung von vielen Ifs. Ja? Ob ein Spielende ist oder ein Spieler gewonnen hat oder es ganz normal weitergeht. Und was wir auch hier schon drinnen haben, ist, wie es die Profis machen, dass sie einfach den Spielzustand und die Darstellung separieren. Das nennt man Model View Controller. In dem Fall ist Engine hier das Modell, ja, das Model, wo die Zustände drin sind. View wäre in dem Fall das, was wir im Interface Builder gemacht haben. Mhm. Und der View Controller fragt die Engine, was soll ich auf dem jeweiligen Feld darstellen, und sagt dann, der View stellt da ein X oder ein O oder so.